Guten Morgen. Dürfte ich Sie langsam bitten, Platz zu nehmen? Wir wollen, wie es sich für die IMO gehört, pünktlich um 9 Uhr anfangen. And everybody who needs a translator from our English colleagues, you need to pick up your headset here, yeah? Up front, please, to my right-hand side. Film ab. Beim Fügen durch Schweißen nutzen wir Energie, um Elemente miteinander zu verbinden. Die gleiche Energie, die unsere Natur prägt, die uns treibt, uns im Kern vereint und uns auch zusammenhält. Kein Wunder also, dass Handwerk und Mensch so eng zusammenwachsen. Genau das beschreibt, was die IMO ausmacht. Seit über 70 Jahren schon. Dieses Zusammenarbeiten, alleine das schweißt schon zusammen. 70 Jahre Erfolgsgeschichten. Technik war entscheidend gewesen. Geprägt von Wundern. Das östliche Wirtschaftssystem war zusammengebrochen. Und Herausforderungen. Alle Zulassungen, die die IMO hatte, die waren auf einmal ungültig. Das war nur eine Devise. Überleben. Doch, wie begann alles? Ja, die IMO ist ja gegründet worden am 1.5.1953 durch den Herrn Adam Weil. Und Herr Weil hat nach dem Krieg in der Kohle und in der chemischen Industrie Abrissarbeiten oder Aufbauarbeiten geleistet. Es war immer ein kollegiales Zusammenarbeiten. Und die waren alle für den Anfang hilfsbereit. 1953 hat er seine Eigner davon überzeugt, dass es richtig ist, ihr Kapital in die Hand zu nehmen und es dem VEB zu schenken. Wir empfanden das also nicht als besonders. Das war an für sich normal. Das war ein ganz normaler Umgangston, der bei uns herrschte, wo man sich also gegenseitig unterstützte. Ein gutes Kollektiv, gute Leitung dort. Und ich hatte einen guten Sportfreund, der hat schon bei ihm in Merseburg als E-Schweißer gearbeitet. Und der hat mich überzeugt, dort anzufangen. Ich habe gelernt, Werkzeugmacher. Hatte mich für das Schweißen interessiert. Und als die Ausschreibungen für die Betriebe waren, hatte mich dann für IMO Merseburg entschieden. IMO war ja damals Weltfirma. Da hat mein Onkel natürlich gesagt, oh Peter, es gibt nichts anderes für dich, du musst zur IMO. Das erste nennenswerte Objekt, das die IMO realisiert hat, das war die Erweiterung der Carbidfabrik, um daraus die größte Carbidfabrik der Welt zu produzieren. Wir haben damit bewiesen, dass wir in der Lage sind, erfolgreich zu arbeiten und dadurch aus einem kreisbetriebenen in einen zentral geleiteten Betrieb übernommen worden ist. Jedes große Vorhaben, was wir realisiert haben, brachte immer etwas Neues. Technik war entscheidend gewesen. Und IMO hat mit Technik geworben, die damals also weit vorn war. In Schwedt wurde begonnen, durch IMO Merseburg die erdverlegten Rohrleitungen zu montieren. 1961 mit dem Ziel, dass die Rohöldestillation 1 am 1.7.1963 Erdöl aus der Sowjetunion empfangen wird und dann auch destillieren wird. Dass man diese Herausforderungen meistert, das war das Entscheidende gewesen eigentlich. Um Herausforderungen zu stellen und dann sich den Kopf zu machen, eine Technologie zu erarbeiten. Und dort haben wir eingeführt die Zyklusarbeit und Wochenendeinsätze, damit die Nachfolgegewerke MSR-Technik, E-Technik, Isolierung, ihre Arbeit auch pünktlich anfangen konnten, damit der Endtermin steht. Da endete ja die ganze Montagetätigkeit nicht mit Feierabend. Und ich sag mal, das führte über die Zeit zu einer relativ gut zusammengewachsenen Gemeinschaft. Aber das sind alles Menschen, mit denen man umgehen muss. Und mit denen muss ich arbeiten. Mit denen muss ich, klar werde ich ja keinen heiraten von denen. Das ist klar, ja. Das ist so, ja. Wir waren gerade in der Schweißklinik, ein eingespieltes Team. Jeder wusste genau, was zu tun war. Und so haben wir jede schwierige Aufgabe angepackt und haben das auch erledigt. Und weil das alles so gut geklappt hat, hat IMO Merseburg einen Großauftrag bekommen. Sodass wir kontinuierlich zu einem der größten
Montagebetriebe wurden für die chemische Industrie. Ja, wir waren das größte Montageunternehmen damals in der DDR. Wir haben in der Lebensmittelbranche gearbeitet, also in vielen Brauereien. Wir haben in der verarbeitenden Industrie gearbeitet, zum Beispiel Chemiefaserwerke. Wir haben die Außenhaut des Fernsehturms Berlin gebaut. Man hat eben auch dort das Schweißen von Imo Merseburg gebraucht. Ja, im Ganzen haben wir die Kuppe aufgesetzt, genauso. Wir haben immer nach vorne geblickt und kommen auch gemeinsam zum Ziel. Das war das A und O, das musste gemacht werden. Und die andere große Anforderung, die auf uns zukam, das war nachher die Umstellung nach der Wende. Für uns war die größte Herausforderung, diese Wendezeit zu beherrschen. Das östliche Wirtschaftssystem war zusammengebrochen. Das westliche war komplett neu für uns. Vollkommen unerfahren auf der Strecke. Der Wettbewerb mit den anderen Firmen, das war das größte Problem. Ne? Weil es ging natürlich auch darum, Geld zu verdienen. Wer dann mal auf der Strecke blieb, da war das ja dann zu Ende. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben über 5000 Leute, die Sie beschäftigen müssen, denen Sie jeden Monat Ihren Lohn zahlen müssen. Und ab 1.7. müssen Sie zahlen. Es ging damals darum, Arbeitsplätze zu sichern. Also die Grundauslastung wurde oder sollte gewährleistet werden. Wir sind natürlich von der Kapazität runtergegangen, dann auf 1.000 circa. Ich habe auch Angst gehabt, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Und das, was wird weiter mit meinem Beruf? Da waren ja etliche Rahmenbedingungen. Die haben uns überprüft, betrieblich überprüft, praktisch auf den Kopf gestellt. Alle Zulassungen, die IMO hatte, die waren auf einmal ungültig. Dieses durchzustellen, jetzt hier würde ich mal sagen, das war erstmal eine Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung, die man sich vorher nicht vorstellen kann, machen zu können. Alle zu entlassen, ist zu einfach. Ruiniert den Namen. Hier stecken Menschen dahinter, die ein Leben für das Unternehmen gearbeitet haben. Wir haben das Unternehmen also mit einer kompletten ostdeutschen Besatzung weitergeführt, unter Wettbewerbsbedingungen. Und die wirklich mit Herz und Seele dabei waren, also nicht erst ein Jahr, zwei Jahre, die waren 20, 30 und 40 Jahre dabei. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die auf keine Stunde geschaut haben. Jeder Tag ist eine Herausforderung und umgegangen wird damit eigentlich als Mannschaft. Da war das oberste Gebot, Arbeit realisieren, damit Geld verdienen, damit unsere Leute bezahlt werden konnten und zu guter Letzt auch überleben konnten. Und das war nur eine Devise, überleben. Aber wir mussten das also nach der Wende uns nochmal neu beweisen. Man musste handeln und vor allen Dingen eins uns sehr geholfen hat, dass wir 1991 bereits privatisiert werden konnten und waren dann vollständig auf freiem Fuß. Da kamen natürlich sofort die Probleme auf uns drauf zu, dass wir dieses westliche Wirtschaftssystem erkunden mussten. Die roten Zahlen, die gingen, sagen wir mal, ziemlich 3 Jahre. Man wich auch auf andere Projekte aus, die nicht ganz so typisch für IMO waren, nur um die Arbeit erstmal reinzuholen. Wir haben ja dann auch in Vorbereitung, auch vor allen Dingen von vielen englischsprachigen Projekten, die natürlich auch Englischkurse belegen mussten. Es wurden andere Anforderungen gestellt, es wurde schwieriger, weil das eben alles international nachher war. Nach der Wende war das Problem gewesen, Fahrschule. Weil zu DDR-Zeiten war das anders aufgebaut. Und wir sind mit dem Fiat Tipo zu 5 bis Wilhelmshaven gefahren. Ja, das muss man sich erst mal vorstellen. Jedes Wochenende nach Hause fahren, jedes Wochenende, Anfangswochenende wieder hinfahren. Es war natürlich auch eine Anforderung an unsere Leute. Es war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Der Wendepunkt war, dass wir dann als IMO mit einem Joint Venture von 2 anderen ostdeutschen Firmen uns bei dem Projekt Raffinerie Leuna beworben haben. Da wurden 8 große Montagepakete europaweit ausgeschrieben. Und wir haben dieses Angebot damals in Paris zigmal besprochen. Wir haben
argumentiert, dass es in beides Seiten Interesse liegt, diese Investition durch IMO Merseburg zu geben. Denn es ist doch sinnvoll, die Firmen, die im Territorium sind, mitzunehmen, sich für Arbeitsplätze einzusetzen. Wir mussten ganz einfach hier den Fall setzen, dass wir dazugehören. Denn wenn man an einem solch großen Investitionskomplex nicht dabei ist, dann ist man an zweiter Stelle. Dann ist man kein Anlagenbauer mit Format. Dann ist man kein Anlagenbauer, der sich woanders mit bewerben kann. Und haben dann dort auch den Auftrag bekommen, belief sich damals etwa auf 41,7 Millionen D-Mark? Das hat ja der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl zu Stuhle gebracht. Diese ganze Umstellung auf das neue Wirtschaftssystem, sage ich mal, ist eigentlich der IMO gut gelungen. Und das zog sich von der Geschäftsführung bis runter zu den einzelnen Montagebaustellen. Was für IMO Merseburg den Grundstein für die Zukunft gelegt hat. Das hat auch immer noch nicht gereicht. Wir mussten runter auf 700 Leute. Das wollen wir nicht. Wir greifen nicht nochmal zur Entlassung, sondern wir gründen eine neue Tochterfirma. Der Sinn dieses Unternehmens war, eine Leasingfirma zu haben und haben damit einen wichtigen Grundstein gelegt für IMO Service. Es war eine Gruppe, sagen wir mal. Die IMO Service, die praktisch die Instandhaltungsleistung über diese Rahmenverträge. Und dann hatten wir die IMO Anlagenmontagen, die die Großprojekte vorwiegend realisiert hat. Und da kann man stolz drauf sein, dass man mit einer ostdeutschen Mannschaft das so geschafft hat. Wenn Sie mich fragen, dann sage ich, ein Schweißer wird geboren. Ich bin Jenny, ich bin 18 Jahre alt und arbeite schon seit dem 01.09.2022 bei der Firma IMO und mache da meine Ausbildung als Anlagenmechanikerin. Man ist viel unterwegs, man lernt viel, man sieht viel. Und das Schweißen an sich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, einfach das Schweißen an sich macht mir total viel Spaß. Sie müssen sich vorstellen, durch die Rohrleitung einer Chemieanlage fließen hochexplosive Mädchen. Die Schweißnaht verbindet das Rohrleitungssystem. Wenn aber eine Schweißnaht der Qualität nicht entspricht, dann kann ein Dilemma passieren bis zum geht nicht mehr. Und deshalb war für uns der Schweißer immer eine wichtige Position. Nur als Teamplayer. Definitiv Teamplayer, weil der Einzelner kann hier nicht viel ausrichten. Dieses Zusammenarbeiten im Team, dieses Füreinander einstehen, alleine das schweißt schon zusammen. Alleine das schafft ja ein Stück Familie. Es war nicht selten, dass Vater, Sohn und Tochter mit bei der IMO gearbeitet haben. Also mein Vorbild ist definitiv mein Vater. Er ist jetzt seit 6 oder 7 Jahren bei der IMO. Und durch ihn habe ich das auch alles so kennengelernt, habe mehr erfahren und habe auch das Interesse zum Schweißen entwickelt. Und ja, ich bin auf jeden Fall, kann ich mit Stolz sagen, dass das mein Papa ist. Ich habe mich entschieden für diese Ausbildung, weil ich selber auch noch mehr erfahren will. Ich arbeite von vornherein gerne mit den Händen. Ich schraube gerne Sachen zusammen, baue Sachen auseinander. Ich jetzt als Frau habe mich dafür entschieden, in einem Männerberuf zu arbeiten, weil es mir Spaß macht. Man muss Spaß an der Arbeit haben. Und dann konnten die das nicht so glauben, dass ich wirklich jetzt dann in so einen Männerberuf starte. Das ist gar kein Problem. Ich kann genau das Gleiche wie die Männer auch. Ich habe keine Vor- oder keine Nachteile. So kann man neue Herausforderungen auf sich nehmen, die eigentlich meistens nur Männer machen. Also kann man sowas auch als Frau mal bewältigen. Da steigt auch die Frauenquote und man sieht, es ist nicht nur ein Beruf für Männer, sondern auch Frauen können diesen Beruf ausüben. Vielleicht kann ich da den einigen Frauen die Angst nehmen und dass, wenn sie sich dazu entscheiden und dann auch zu dieser Firma kommen, dass sie schon mal sehen, eine ist schon mal da. Was sie kann, kann ich auch. Dass sich auf jeden Fall mehr Frauen dazu entscheiden, in so einen Beruf einzusteigen. Wir haben versucht, alles aus der eigenen Mannschaft zu entwickeln. Und sonst versucht die IMO natürlich, gerade mit den jungen Mitarbeitern, denen alles zu ermöglichen, was sie natürlich auch wollen. Wir motivieren die eben auch, in diese neue Technologie tiefgründig einzusteigen. Und alles aus der eigenen Substanz.
Also der technische Direktor war vorher Schweißingenieur. Ich habe als Azubi hier begonnen als Lehrling und habe dann meinen weiteren Werdegang hier gemacht, wurde dann gefördert in die Bauleitung mit reingenommen erstmal und habe mich dann entschieden, natürlich über Fernstudium mich weiterzuentwickeln und so bin ich dann kontinuierlich weiter gewachsen zum Baustellensachbearbeiter, Arbeitsvorbereiter, Kalkulator bis hin Projektleiter und dann technischer Leiter und jetzt zum Geschäftsführer der IMO-Service. Ja, klar ist die Firma innovativ. Natürlich versuchen wir immer mitzugestalten, weil man sollte sich ja nie seinem Schicksal einfach hemmungslos ergeben. Nachhaltig geben wir unserer jungen Generation einmal weiter und zum anderen fordern sie es ja auch ganz klar ein. Wir sind aktuell an einem LNG-Projekt beteiligt. Wir sind in Gesprächen bezüglich Batteriefertigung, weil Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und dort liegen sehr häufig die Projekte der Zukunft auch. Dann natürlich auch gleich die Weiterentwicklung mit den Orbitalschweißen, da es gerade auch eine gefragte Schweißmethode ist, die gerade auch im Aufsteigen ist. Das ist etwas, das müssen wir ausbauen, da müssen wir einen Schritt voraus sein. Na, hauptsächlich eigentlich Medizin, weil das halt auch am saubersten ist. Das hat einen gewissen Reinheitsgrad. Aber was die Zukunft sagen wir, mit sich bringen wird, das ist was ganz anderes. Ja. Denn als IMO stellen wir uns jede Herausforderung. Wir haben immer einen guten Optimismus gehabt, immer nach vorne geblickt. Wir haben also alle Vorhaben an sich immer gemeistert. Um zusammen mit unseren Kunden neue Ziele zu erreichen. Die IMO verspricht ihrem Kunden natürlich eure Qualität, so sollte es auch sein. Wir stellen dem Kunden alles so zur Verfügung, dass er es einfach handeln kann. Denn nur gemeinsam können wir unsere Ziele und Zukunft zusammenschweißen. Das ist das oberste Gebot der IMO Merseburg gewesen, von der ersten Stunde an. Um die Firma nach vorne zu bringen. Das ist immer eine Mannschaft, die daran arbeitet. Das ist eben auch zusammenschweißen, genauso wie wir zwei Rohrstücke zusammenschweißen. IMO, Ihr Anlagenservice-Spezialist. Guten Morgen. Mit dieser Hommage an die IMO, 70 Jahre, heiße ich Sie herzlich willkommen hier im Kavaliershaus des Schlosses Skopau. Mein Name ist Tobias Gärtner, ich bin der CMO der Robur und ich werde heute versuchen, sich durch das Programm zu führen, hoffentlich sehr kurzweilig. Wenn man so einen 70. Geburtstag feiert, dann kommen ja eine ganze Menge Menschen zusammen und das ist sehr, sehr schön. Aber egal, ob eine Person oder eine Firma feiert, dann bringt man ja normalerweise ein Ständchen. Nach Rücksprache mit meiner Familie habe ich darauf verzichtet zu singen, weil ich freue mich, dass sie jetzt gerade alle sitzen, dann würden sie nämlich entsetzt aufspringen und das wollen wir lieber nicht so machen. Aber wir haben da, wie es sich gehört, mal sehen, ob das jetzt klappt, alternativ, wie das so heutzutage jeder macht, die KI gefragt. Und unter anderem habe ich die KI gefragt gehabt, die IMO wird dieses Jahr 70 Jahre alt, kannst du mir etwas zu dieser Geschichte der IMO sagen? Und natürlich hat die KI auch brav geantwortet, also vor allem sehr nett zurückgeschrieben, gerne, weil wenn man freundlich zu ist, antwortet sie auch freundlich. Die Industriemontage in Merseburg wurde im Jahr 1952, und da sieht man den ersten Fehler, die KI weiß aktuell nicht so genau, welches Jahr wir haben, ob wir 2022 oder 2023 haben. Und deswegen verrechnet die sich leider immer ein bisschen. Als IMO wurde also die VEB Industriemontagen gegründet und war ein staatliches Unternehmen der damaligen DDR. Das Unternehmen war damals hauptsächlich in der Montage von Industrieanlagen tätig und spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Industrie in der Region. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde das Unternehmen privatisiert und in die IMO Merseburg GmbH umgewandelt. Seitdem hat sich die IMO Merseburg zu einem führenden Unternehmen im Bereich der industriellen Montage und Wartung entwickelt, etc. Und dann kam das Entscheidende, was ich wirklich sehr interessant fand. Dann sagte nämlich die KI zum 70-jährigen Jubiläum des Unternehmens im Jahr 2022, sollte also 2023 sein, plant die IMO Merseburg verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten, um diesen Meilenstein zu feiern. Und da wurde ich dann ein wenig nervös, weil ganz offen und ehrlich, wir haben erst im November letzten Jahres darüber uns unterhalten, dass wir so etwas machen wollen. Und dann habe ich mir überlegt, so Mist, ich glaube, ich kriege langsam wirklich Angst und Hell kommt wirklich. Insofern wollen wir lieber in dem Augenblick die KI abschalten und im
Programm weiterfahren, bevor es tatsächlich kritisch wird. Sie kennen alle Hell und Odyssey 2001 und nachher, bevor wir dann irgendwo aus dem Raum geschmissen werden, lassen wir das lieber. Ganz kurz, bevor ich mit den offiziellen Willkommensgrüßen beginne, ein paar kleine Hinweise, Regeln, Order sozusagen, wie es so schön heißt. Wenn ich umkippe, sagt mir bitte jemand Bescheid. Das Rauchen ist hier sehr selbstverständlich bitte nicht gestattet, aber dafür haben wir draußen entsprechend den einen oder anderen Tisch aufgemacht und es wird auch ein bisschen wärmer. Die Sonne kommt raus, das sollte in dem Augenblick schaffen. Die Toiletten sind unter anderem nebenan und im Haupthaus. Bitte fragen Sie notfalls einen der freundlichen Damen vorne am Empfang. Der Weg dorthin können Sie in dem Augenblick bitte machen. Und wie Sie vorne gesehen haben, wir werden diese Veranstaltung für die diversen Kanäle der Robo und der IMO sowohl aufzeichnen als auch Fotos machen, dass Sie da Bescheid wissen diesbezüglich. Ich verspreche Ihnen, das ist das Briefing an die Fotografen, alle, die fotografieren, sollten wir Sie aus Versehen beim Nasebohren erwischen, werden wir dieses Foto nicht veröffentlichen. Also das Versprechen kann ich Ihnen entsprechend geben. Und nun möchte ich Sie im Namen der IMO und im Namen aller begrüßen. Hier noch einmal unter anderem begrüße ich den Landrat des Saale-Kreises, Herrn Hartmut Hantschak. Vielen Dank, dass Sie da sind. Als Gast dürfen wir ebenfalls begrüßen den Oberbürgermeister der Stadt Merseburg, also den Namenspatron ein bisschen der IMO, den Herrn Sebastian Müller-Bahr. Und begrüßen darf ich auch, neben anderen Gästen natürlich, den Bürgermeister der Gemeinde Schkopau, auf deren Grund und Boden wir heute da sein dürfen und die IMO ja mittlerweile eine ganze Menge Jahrzehnte mit der Stadt Schkopau tatsächlich verbindet. Herzlich willkommen, Herr Thorsten Ringling. Die anderen werde ich Ihnen nachher noch vorstellen, wenn Sie anfangen zu reden. Das heißt also, das kommt da nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich die aktiven Kolleginnen und Kollegen entsprechend begrüßen, die hier sind. Die ehemaligen Kunden, die ehemaligen Partner, genauso wie die aktiven Kunden und Partner. Und darüber hinaus, was ich sehr schön finde, viele Protagonistinnen und Protagonisten dieses Filmes, den wir eben vorhin gesehen haben. Unter anderem auch unsere beiden Azubinen, die Sophie und die Jenny. Also wenn Sie dort in dem Augenblick mal mit ihnen reden wollen, das haben die wirklich alle freiwillig gesagt. Wir haben sie nicht gezwungen mit Waffengewalt oder sonstigen Sachen in dem Augenblick. Das ist wirklich alles freiwillig diesbezüglich gesagt worden, da freue ich mich sehr. In diesem Fall also nochmal herzlich willkommen auch an Sie alle. Ein Jubiläum wie das der IMO bietet Gelegenheit, zurückzuschauen. Wir haben den Film gesehen, das werden wir diesbezüglich machen. Wir werden aber auch die Weggefährten zu Wort kommen lassen. Aber auch gemeinsam in die Zukunft schauen, weil 70 Jahre sind ja nicht alles. Wir wollen natürlich wesentlich länger diesbezüglich haben. Dr. Florian König begrüßt als CEO der Business Unit Process der Robur Sie nachher noch und wird die Erfolgsgeschichte der 70 Jahre IMO ein wenig Revue passieren lassen, nochmal im Detail. Wir hatten ja nur diesen Parforce-Ritt in dem Film. Teil dieser Geschichte war bis 92 bzw. 95 die dann ausgegliederte Mammut Deutschland. Und da freue ich mich, dass der Geschäftsführer Jens Krawczynski dabei ist und einen Blick aus seiner Sichtweise in dem Augenblick zeigt in der Situation. Nach der Kaffeepause werden wir ein kurzes Podiumsgespräch hier führen. Dort freue ich mich, dass der Willi Lux dabei ist, der ehemalige Geschäftsführer und Leiter des Kombinatsbetriebes. Dann den ehemaligen Auszubildenden und jetzigen Geschäftsführer der IMO Service, Martin Skladal. Der sieht ein bisschen anders aus als in dem Video, das werden Sie dann feststellen, weil das Video haben wir vor 2 Jahren von ihm gedreht. Also er ist es wirklich, versprochen. Und der Lukas Barz wird dabei sein und wir werden dann ein bisschen in die Vergangenheit und Zukunft zusammenbringen. Dann wird am Schluss der Dr. Ulrich Wendler von der Abteilungsleiter, das habe ich mir aufgeschrieben, Synthese und Produktentwicklung der Fraunhofer Gesellschaft entsprechend einen Ausblick geben. Genauso der Kollege Axel Karl, Leiter Geschäftsentwicklung bei Jena Batteries, mit zwei Impulsvorträgen ein wenig Inspiration mitgeben, weil wir wollen ja nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern tatsächlich auch in die Zukunft in dem Augenblick blicken. Und abschließend haben wir einen kleinen künstlerischen Wortbeitrag, aber da verrate ich Ihnen noch nicht mehr, was denn da in dem Augenblick passieren wird. Ich würde Sie bitten, wenn wir Pause haben, Kaffeepause beziehungsweise auch dann nachher beim Lunch, dass Sie bitte gerne die Kolleginnen und Kollegen der Robur hier kennenlernen. Diese Stände haben wir entsprechend aufgebaut. Das ist auf der einen Seite die Kollegen der Antec, die das ganze Thema Ausbildung innerhalb der Robur bringen, also auch nicht nur das Ausbildung der Azubis, sondern auch die Fort- und Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Industriesegmenten anbieten können. Wir haben ganz hinten die Kollegen der Excelsius, die eine Weltneuheit Ihnen zeigen werden. Das ist nämlich ein portabler NOX
gasreduzierter Brenner zum Aufheizen von entsprechenden Industrieöfen. Die Details können die Kollegen sehr viel besser erklären. Ich mache Marketing, ich kann es nur verkaufen in dem Augenblick, aber die können es erklären. Die Fios zeigt gerne, wie man ziemlich heiße Öfen, 1300, 1800 Grad, entsprechend heiß im laufenden Betrieb inspiziert in HD. Dazu haben sie eine ganz tolle Lanze, da können sie reingucken, faszinierende Bilder in dem Augenblick reinbringen, die man normalerweise so nicht sieht und kann in dem Augenblick überraschende Wartungsarbeiten weitestgehend verhindern. Die Kollegen der Robo Automation stellen Ihnen E-Learning-Lösungen vor, um Lieferanten, Partner und Co. entsprechend effizient zu schulen. Die Kollegen der Rodias dort in der Ecke zeigen Ihnen Lösungen rund um die Digitalisierung des Asset Managements. Und die Spezialisten der FluidServe zeigen Ihnen Leistungen rund um die Wartung und Instandhaltung von Pumpen. Und last but not least, aber das ist der größte Stand, auf den ich da gucke, ist in dem Augenblick die Kollegen der SNG, GESO und Elmobis, die in die gesamte Bandbreite und das ein Komplettpaket letztendlich für die Lösung oder für die Herausforderung der Gestaltung der Elektromobilität bieten können. Vom Strom bis zur Steckdose ist falsch, ist ja in dem Augenblick ein Stecker, den man ins Auto steht. Also sozusagen vom Netz bis zum Auto tatsächlich alles aus einer Hand. Insofern nochmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Bevor wir mit den persönlichen Grußworten beginnen, freue ich mich sehr, dass wir ein Grußwort von Sven Schulze bekommen haben, dem seines Zeichens Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Er konnte leider nicht persönlich kommen, entschuldigt sich dafür und hat uns aber eine Videobotschaft geschickt. Film ab. Guten Tag und hallo hier aus Magdeburg. Ich freue mich, dass ich als Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt ein kurzes Grußwort zu Ihnen sprechen kann. Und ich bin ganz ehrlich, eigentlich wäre ich gern persönlich vor Ort. Aus einem ganz speziellen Grund. Ich bin ja selber Ingenieur und habe viele Jahre als Ingenieur im Maschinenbau gearbeitet. Und ich besuche immer wieder gern Unternehmen hier in meiner Heimat Sachsen-Anhalt, die in ähnlicher Form unterwegs sind, wie ich das auch viele Jahre kennengelernt habe. Aber das werden wir demnächst sicherlich nachholen. Ich möchte Ihnen erstmal gratulieren. 70 Jahre, das ist eine lange Zeit mit vielen Herausforderungen. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Es sind ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schon lange dabei. Und wenn ich mir die Firmengeschichte anschaue und auch das, was Sie machen, Sie können da wirklich stolz drauf sein. Und wenn ich das Thema Stolz anspreche, dann ist es für mich ein ganz wichtiges Thema. Wir in Sachsen-Anhalt, die gesamte Industrie, egal ob das der Maschinenbau ist, die chemische Industrie, ob das jetzt vielleicht zukünftig dann auch die Chipindustrie ist, die Automobilzulieferindustrie, der Tourismus, Landwirtschaft, für die ich auch verantwortlich bin. Wir können überall wirklich große Erfolge auch erzielen. Wir können auch, glaube ich, stolz auf das sein, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben. Und da sind Unternehmen wie Ihres prädestiniert für, immer wieder genannt zu werden. Mich stört es manchmal, dass man immer die ganz großen Unternehmen nennt und dass man jetzt von Unternehmen spricht, die nach Sachsen-Anhalt kommen. Das finde ich toll, das unterstütze ich auch. Aber das Rückgrat der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, das sind Unternehmen, die es hier seit Jahrzehnten gibt. Das sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind Unternehmen, die mehrere hundert Mitarbeiter dann auch haben, wie Ihres. Und vor allen Dingen sind es auch Unternehmen, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern, die selber ausbilden. Das machen sie auch, denn dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen. Wo kriegen wir die Fachkräfte der Zukunft her? Und wenn man dann als Unternehmen sich auch selber darum kümmert, durch Ausbildung beispielsweise, dann ist das genau der richtige Weg. Das heißt, aus meiner Sicht haben Sie vieles richtig gemacht in den letzten Jahren und ich glaube, Sie sind auch auf dem Weg, vieles für die Zukunft richtig zu machen. Und ich möchte Sie in den nächsten Jahren noch als Wirtschaftsminister dabei begleiten. Politik sollte aus meiner Sicht aufpassen, dass sie sich nicht zu viel in die Wirtschaft einmischt, aber vernünftige Rahmenbedingungen setzt. Dafür stehe ich, das ist meine Aufgabe in der Landesregierung, das ist meine Aufgabe, das auch mit den mittelständischen Unternehmen entsprechend zu machen. Auch mit Ihren Unternehmen entsprechend im Süden Sachsen-Anhalts ganz extrem, auch im Bereich chemische Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, diese Dinge voranzutreiben. Das werde ich in der Zukunft gern auch persönlich mal vor Ort mit Ihnen diskutieren. Heute gilt es erstmal, Ihnen alles Gute zu wünschen, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Seien Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben und lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Ihr Sven Schulze.
Vielen Dank. Und jetzt darf ich persönlich begrüßen den Landrat Hanschak. Das Schöne dabei ist, der ist ja nicht nur Landrat, sondern er hat eine IMO-Vergangenheit, wie ich gelesen habe. Nachdem er nämlich in Merseburg Verfahrenstechnik studiert hatte, war er von 87 bis 89 als Ingenieur schon mal bei der Firma. Insofern kann er vielleicht in seinem Grußwort das eine oder andere persönlich, auch wenn es nur 2 Jahre war, mit einfließen lassen. Herzlich willkommen, Herr Hanschak. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat er mir schon meine ganze Pointe weggenommen. Aber ich setze noch mal drauf. Ja, sehr geehrter Herr Dr. König, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Skadal, meine Damen und Herren, back to IMO, hätte ich fast gesagt am Anfang. Ich will es aber anders anfangen. Ich freue mich, dass ich heute hier in Präsenz bei Ihnen sein darf und nicht digital das Grußwort halte, weil mein Weg vom Schloss zum Schloss ist nicht ganz so weit. Deshalb bin ich heute sehr gerne zu Ihnen hierher gekommen und ich habe es ja schon gesagt, back to IMO. So mancher, den ich vielleicht hier nicht kenne, wird sich fragen, warum. Aber es ist ja schon gesagt worden, ich habe auch eine IMO-Vergangenheit und deshalb freue ich mich natürlich besonders, dass ich heute die Glückwünsche und Grüße des Landkreises an Sie übermitteln kann. Denn für mich hat die IMO auch eine ganz wichtige Bedeutung in meinem Leben gehabt. Ja, ich habe mein Leben, mein Arbeitsleben bei der IMO begonnen, 1987. Und deswegen freue ich mich besonders und wir haben uns am Eingang gesehen. Ich gucke jetzt gerade, wo er ist. Wo ist Willi Lux? Wo ist er? Da ist er. Ja, lieber Willi. Eine schöne Erinnerung an die Zeit in der IMO. Und ich hatte ja nach dem Ingenieurstudium an der Hochschule Merseburg dann im Bereich des Apparatebaus, nicht oben im Stammhaus, nicht in der Montage, sondern im Apparatebau meine berufliche Karriere begonnen, dort als Konstrukteur, war dann auch mal kurze Zeit sogar Abteilungsleiter. Ja, und das ist etwas, was mich natürlich auch geprägt hat, diese Berufserfahrung. Und jetzt darf ich nach 36 Jahren vor Ihnen stehen und die Glückwünsche hier überbringen. Darüber bin ich sehr froh und stolz. Und ja, was kann man jungen Menschen mit auf den Weg geben? Erfolgreiche Berufskarrieren beginnen bei der IMO. Sie sehen es, man kann Landrat werden, man kann aber auch, wie in dem Film ganz, ganz wunderbar zu sehen war, hier beruflich durchstarten und Karrieren machen. Und wenn ich noch ein bisschen tiefer in die Familie einsteigen darf, ich habe vorhin Fritz Kunert gesehen und auch andere, die ich noch kenne, meine ganze Familie war bei der IMO. Mein Schwiegervater und sein Bruder Bertolt Sommerfeld, meine Schwiegermutter im Stammhaus in der Verwaltung. Ja, und was kann man noch machen bei der IMO? Man kann sportlich sich betätigen. Auch meine Fußballkarriere habe ich bei der IMO oder bei Stahl Merseburg, dann später bei IMO und VfB IMO begonnen. Für die erste Mannschaft hat es nie gereicht, aber bei der alten Herren hatte ich dann einen Stammplatz. Auch das ist etwas, was natürlich ja die IMO auszeichnet. Sie engagiert sich auf vielen Feldern. Und die IMO ist ein Unternehmen, das mit Recht stolz sein kann auf ihre Arbeit und auf die Tradition. Und ich hoffe, die Zahl stimmt, die man mir aufgeschrieben hat, 140 Mitarbeiter, die jetzt noch aktuell tätig sind, ist doch eine große Anzahl. Und sie sind ja ein internationales Unternehmen. Chemie, Petrochemie, Energiewirtschaft, Umwelttechnik, am Markt sind sie präsent und haben Bestand. Und das über eine sehr, sehr lange Zeit, 70 Jahre, die ja von Dingen geprägt war, die auch in dem Film zu sehen waren. Und wenn ich das so sagen darf, die IMO Merseburg hat etwas geschafft, was leider etliche Unternehmen in Ostdeutschland nicht geschafft haben, nämlich die Wende, die politische Wende auch wirtschaftlich zu überstehen und der Strukturbruch. Und ich will das mal sagen, wir reden jetzt vom Strukturwandel, ich werde dann auch noch 2 Sätze dazu sagen, der Strukturbruch in der ostdeutschen Wirtschaft war etwas, was vielen Menschen Sorgen bereitet hat. Und dann gab es Unternehmen, die haben es geschafft, durch Menschen wie Willi Lux die politische Wende wirtschaftlich erfolgreich zu überstehen. Und das ist etwas, wofür ich Sie nur beglückwünschen kann, denn dieses Unternehmen hat seine Berechtigung in der Region und es ist schön, dass Sie da sind. Und wir alle wissen, dass wir uns im Strukturwandel
finden. Strukturwandel heißt für mich nicht wieder Strukturbruch, sondern wir wollen die Veränderung in der Energieversorgung weg von den fossilen Energieträgern hin zu nachhaltiger Energie. Wobei ich immer ein bisschen einer bin, der bremst und sagt, wir sollten uns auch nicht unsere Standbeine weghauen, denn die Kohle war über 100 Jahre das Standbein und die Chemie wäre nicht hier, wenn wir nicht die Braunkohle gehabt hätten. Wir wollen aber den Strukturwandel gestalten und das können wir als Landrat, als Landkreis tun, indem wir diesen Prozess nachhaltig fördern. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, schon ungefähr 185 Millionen Euro aus den Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes im Strukturwandelprozess für den Landkreis zu erhalten. Wir werden als Landkreis, und das muss man sich mal wirklich vor Augen halten, eine Verwaltung gründet ein Unternehmen, eine Kreisentwicklungsgesellschaft und wird mit dieser Kreisentwicklungsgesellschaft ein neues, großes Industriegebiet entwickeln. Leuna, Schrägstrich, Herr Müller-Bahr, Merseburg 3 soll dort bei Bäumchen gegenüber der Raffinerie entstehen, damit dort innovative Industrie und nachhaltige Wirtschaft sich ansiedeln kann. Der Bedarf ist da. Wir wissen, es gibt Investoren, die wollen an den Standort kommen. Und das wiederum, und jetzt schließe ich den Bogen zur IMO, ist natürlich auch wiederum etwas, was die IMO interessiert. Sie sind in der Chemie zu Hause. Sie sind eigentlich einer der wichtigsten Montagebetriebe in der Vergangenheit und auch jetzt. Und ich weiß, wenn wir dort neue Industrie angesiedelt wird, dann sind Sie mit Sicherheit wieder an Bord. Ja, es geht um viel Geld. Wir wollen also weitere Projekte entwickeln. Auch dort gucke ich zu meinen beiden Kollegen Müller-Bahr und Herrn Ringling. Wir wollen gemeinsam das, was im Star Park 2, vielleicht hat so eine oder andere von Ihnen davon gehört, nicht stattfinden kann, weil die Kommune sich dagegen entschieden hat. Wir wollen aber mit diesen Kommunen hier den Star Park 2 in Klammern an anderer Stelle dennoch entwickeln. Ja, ich hatte schon gesagt, der Strukturbruch war eine große Herausforderung für die IMO, den sie hervorragend gemeistert hat. Und wir als Saalekreis, und das ist etwas, was dann wiederum als Landrat mich doch stolz macht, sind natürlich hier eine sehr, sehr bedeutende Region. Wir sind immerhin der wirtschaftlich stärkste Landkreis in Sachsen-Anhalt. 6,2 Millionen Euro Milliarden Euro Inlandsprodukt, das ist schon eine gewaltige Zahl. Und dazu haben solche Unternehmen wie die IMO Merseburg mit beigetragen. Ja, was kann man noch sagen? In 7 Jahrzehnten waren sie immer für ihre Kunden ein verlässlicher Partner, Dienstleister in der strukturprägenden Industrie unseres Landkreises. Und ich bin mir sicher, sie werden auch die neuen Herausforderungen, die wir haben, bestehen. Energiewende, ein Stichwort. Und diese Entwicklung werden sie mit ihrer Mannschaft, und das habe ich gerade aus dem Film gelernt, sie sind eine Mannschaft, wo es nicht einen Einzelnen gibt, sondern sie gemeinsam diese Aufgaben bewältigen. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Glück, viel Gesundheit, ja, und immer eine schwarze Null unter jedes Geschäft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Landrat. Ich danke. Sie, sportlich springen Sie runter, genau. Das schaffe ich nicht. Ich brauche eine Treppe. Dann darf ich seit 1953, wie gesagt, ist die IMO Merseburg in der Stadt Merseburg tatsächlich eng verbunden und beheimatet. Und ich freue mich sehr, dass der Oberbürgermeister der Stadt Merseburg, Sebastian Müller, da ist und darf ihn auf die Bühne begrüßen. Wenn Sie darum gehen, vorsichtig, nicht den Monitor mitnehmen. Ja. Vielen Dank, Herr Gärtner. Ja, ich freue mich, dass Sie die Moderation doch recht locker durchführen. Ich hatte schon ein bisschen Angst und bin jetzt fast gewillt, meinen Notizzettel zu zerreißen, weil da ist ein bisschen steife Rede drauf. Ich habe auch erfahren, Herr Landrat, dass es zum guten Ton gehört, wenn man bei der IMO familiär irgendwie verankert ist. Oder ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man es sein muss, wenn man hier Merseburger ist. Und jetzt kommt die Überraschung, mein lieber Landrat und liebe Geschäftsführer und Anwesende. Ja, mein Großvater hat tatsächlich für die IMO gearbeitet. Da fällt mir so ein bisschen...
Sie können sich vorstellen, gerade jetzt, seit 10 Minuten, fällt mir da so ein bisschen ein Stein vom Herzen. Auch wenn ich aus Coswig-Anhalt komme, da gab es ein Rohrleitungsbauunternehmen und mein Großvater hat für dieses gearbeitet und das hat wiederum für die IMO hier in Merseburg gearbeitet und beim Bau der Raffinerie und so weiter mitgeholfen. So hat er es mir zumindest vor vielen Jahren mal erzählt und ich habe mich das tatsächlich im Kopf behalten, weil ich auch die IMO tatsächlich schon eine ganze Weile kenne, denn ich bin ja auch schon eine Weile in Merseburg. Ich kann mich auch noch sehr gut an Herrn Schäfer erinnern, den wir heute leider nicht unter uns haben dürfen. Also eine gewisse Verbundenheit ist da und ich freue mich, dass ich heute unter Ihnen sein kann und Sie auch einmal persönlich kennenlernen darf. Ja, 70 Jahre, wir haben es gesehen, ein sehr emotionaler Film. Ich war richtig begeistert davon, auch begeistert davon, wie man dann so in den 50er Jahren, wo doch alles sehr schwer war, man da an Sachen herangegangen ist, die doch schon eine richtig große Herausforderung, eine richtig große Nummer waren. Wenn wir wissen, was nach dem Krieg war, auch mit der Reparationszahlung an Werksgeländen, an Werksinventar, dass man dann erstmal wieder von vorne anfangen muss, dazu gehört schon ein bisschen was. Und wenn man dann gefragt wird, ob man am Fernsehturm mal schweißen darf, dann hat das vorher auch noch keiner gemacht. Der Landrat hat es schon so ein bisschen gesagt und auch im Video wurde es klar. Es gibt also ja, ein Moment, wo man sich fragen muss, ergebe ich mich dem Schicksal oder steuere ich es? So ähnlich hat es, glaube ich, Herr Skladal vorhin gesagt im Video. Und ich denke, da hat die IMO nicht nur zur Wendezeit, es wurde gerade gesagt, ganz toll agiert, die Herausforderung genommen. Ja, es war schmerzlich. Ich habe es jetzt überlege ich, es war vorgestern Abend schon gesagt, das waren Schrumpfungsschmerzen. Also da brach so die Welle der Wende über uns herüber und man musste Schrumpfungsschmerzen über sich ergehen lassen, damit man weiterarbeiten kann. Der Landrat hat es gerade gesagt, jetzt kommt der Strukturwandel. Das ist auch nichts anderes als eine Wende. Es ist nur ein anderer Begriff, es ist aber ein Synonym. Also auch jetzt passiert wieder etwas. Auch jetzt brauchen wir wieder Herausforderungen. Vielleicht sind es jetzt Wachstumsschmerzen, weil wir haben ein gutes Level erreicht. Wir müssen uns aber trotzdem wieder weiterentwickeln. Auch jetzt gibt es wieder Herausforderungen. Ich weiß, wenn wir jetzt von unserer Leuna 3 Merseburg berichten oder Airpark und die vielen anderen Industriestädten, die wir nun entwickeln wollen, dann haben Sie natürlich großes Interesse daran, da mitzuwirken, keine Frage. Aber ich weiß auch, Thema Fachkräftemangel, so einfach ist das alles nicht. Ich freue mich, dass wir hier 3 Generationen gesehen haben, die als Schweißer bei der IMO arbeiten. Ich hoffe, dass das natürlich bei jedem Mitarbeiter so weitergeht, aber ich weiß auch, das ist schwierig, Schweißerinnen und Schweißer zu finden, die diesen Job noch nachgehen. Auch da liegt es natürlich in der Verantwortung der Politik, auch eines Oberbürgermeisters, da Abhilfe zu leisten und Voraussetzungen zu schaffen, dass unsere traditionellen starken Firmen auch weiterhin Arbeitskräfte haben. Und diese Aufgabe nehmen wir an und auch da planen wir verschiedene Maßnahmen, dass wir Menschen, Fachkräfte hier in unsere Stadt bringen, dass die IMO auch weiterhin Merseburg als den großen Standort sieht, wo so ein Weltunternehmen agiert. Also die Herausforderungen nehmen wir uns an und ich weiß auch, dass die IMO sich, so hoffe ich, auch weiterhin für die Region einsetzen wird, denn es ist ein Geben und Nehmen. So habe ich die IMO über die letzten Jahre kennengelernt. Und ich freue mich und bin auch sehr dankbar dafür und sage das an dieser Stelle. Vielen Dank für euer Engagement und Ihren Einsatz in der Region, auch in unserem Merseburg. Und ich freue mich auf die gemeinsamen Herausforderungen. Auch ich lasse Sie da nicht im Regen stehen und stehe Ihnen für die kommende Zeit gern zur Verfügung. Wünsche Ihnen weiterhin eine glückliche Balance zwischen Tradition und Innovation. Und von Innovation hatte Herr Gärtner vorhin schon ein bisschen was erzählt, als er die einzelnen Stände, sage ich mal, hier vorgestellt hat. Und Herr Dr. König hat mir auch so ein bisschen erzählt, die Robor sieht sich auch so ein bisschen als Verbinder quasi der unterschiedlichen Firmen und Technologien. Und das ist recht interessant, das werde ich mir nachher auch mal anschauen. Also weiterhin die Balance wahren zwischen Tradition und Stärken, die so ein Unternehmen ausmacht, aber auch Innovation. Und so, jetzt mache ich noch ein kleines Wortspiel. Ich freue mich dann sozusagen mit Ihnen zusammen auf eine immotastische Zukunft und nochmals herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Müller-Bahr, für diese Worte. Ja, in der Tat, es ist ein bisschen locker hier. Das habe ich hier gelernt in dem Augenblick. Man muss das auch alles nicht immer zu Bier ernst nehmen. Die größte Niederlassung der IMO befindet sich in Schkopau. Darüber hinaus war die IMO in der Nachkriegszeit lange Zeit in Schkopau sehr aktiv oder seit der Nachkriegszeit sehr aktiv in diesem Bereich. Und deswegen freue ich mich, dass wir den Bürgermeister der Stadt Schkopau dabei haben, Thorsten Ringling. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Günther, ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung 70 Jahre IMO hier in Schkopau stattfindet. Warum das so passiert, das hatten Sie, Herr Gärtner, dankenswerterweise schon mehrfach auch heutigen Vormittag ja mitformuliert, weil die IMO hier in Schkopau mit einer der wesentlichen sozusagen Wurzeln von der Pike auf hier geschlagen hat. Vorhin haben wir auch Bilder der Carpet-Fabrik gesehen. Ich danke Ihnen auch sehr für diesen Film. Ich halte diesen Film für sehr gelungen und vor allen Dingen, das muss man dann eben auch mal als Vertreter der Politik sagen, dieser ganz unverstellte Blick auf diese historische Entwicklung der IMO fand ich sehr emotional und sehr positiv. Das gelingt Ihnen natürlich auch deshalb glaubhaft, weil es Ihnen eben auch gerade nach der Wende gelungen ist, hier eine Firmenstruktur zu entwickeln, zu der Sie, Herr Dr. König, sehr viel fundierter nachher noch Ausführungen tätigen werden, die das eben auch sehr glaubhaft vermitteln. Ich hatte das Glück, mit Ihnen vor einiger Zeit in meinem Büro sitzen zu können und diesen Punkt möchte ich ja gerne deshalb nochmal betonen. Er wurde schon mehrfach angesprochen, die Bedeutung für die Region, gerade hier im Chemiedreieck, nicht nur der Standort Schkopau, sondern natürlich auch vor allem der Standort Leuna in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren, den Sie maßgeblich mit begleitet haben, mit Ihren Mitarbeitern, ist Beleg dafür für Ihre erfolgreiche Arbeit in der Region. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür und möchte Ihnen versichern, dass ich als Bürgermeister, aber natürlich weiß ich das auch von Herrn Hanschak und von meinem Kollegen Müller-Bahr und auch von Herrn Bethler, vom Bürgermeister der Stadt Leuna, der heute hier nicht anwesend sein kann, dass wir uns wirklich hier in der Region sehr darum bemühen werden, diesen Strukturwandel, den wir begonnen haben, und wo es ganz viele positive Signale gibt, aber das ist eben noch nicht wirklich das Ziel. Noch ist der Strukturwandel ein Projekt, der erst umzusetzen ist und der erst zum Erfolg geführt werden muss. Wir wollen alles dafür tun und das heißt eben im Moment auch, gerade die chemische Industrie zu unterstützen, dieser Basis dieser Region, das wirtschaftliche Rückgrat hier in eine Situation zu bringen durch Rahmensetzungen. Herr Schulz hat es schon vorhin gerade auch noch mal in seinem Grußwort erwähnt, dass wir einfach Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, dass dann eben auch der Mittelstand davon gut leben kann und bitteschön auch gerne ein bisschen mehr als nur die schwarze Null unterm Strich steht. Das ist uns aber auch klar, aber die sollte mindestens stehen. In diesem Sinne habe ich mich auch gefreut, dass Sie heute diesen Tag hier nicht nur nutzen, um zu feiern. Sie haben mir schon im Vorfeld gesagt, dass Sie schon seit 2 Tagen hier in Schkopau sind, dass Sie eben auch die Arbeit immer mitdenken und dass Sie diese Zusammenkunft natürlich auch dazu nutzen, um weitere Pläne zu schmieden. Ich freue mich sehr, solche Unternehmen hier in der Region zu haben. Seien Sie sich sicher, dass Sie die Unterstützung der Politik immer haben werden auf allen Ebenen, wo wir das unterstützen können. Haben Sie unsere Unterstützung. Ich wünsche Ihren Mitarbeitern alles, alles Gute und Ihren Familien weiterhin eine gute Zusammenarbeit für die Region. Vergessen Sie die Wurzeln hier in Sachsen-Anhalt nicht. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ringling. Die IMO ist seit 2018 Teil der Robur. Und gerade hier im Osten muss ich dann in dem Augenblick tatsächlich immer sagen, die Robur ist die Robur Industry Service Group. Hat nichts, weder vom Namen her noch von der Bedeutung her, mit dem Robur-LKW zu tun, der hier ebenfalls aus der Region kommt, auch wenn wir einen da vorne stehen haben. Der ist ganz neu, der ist wirklich heute fertig geworden, ist ein Azubi-Projekt unter anderem mit Plan und allem drum und dran. Und ich habe hier jemanden, der hat wie ein kleines Kind da drin gesessen vorhin. Also Sie können da gerne auch mal reinsetzen sich in der Situation. Die Azubis helfen Ihnen dort gerne entsprechend rein. Also das ist eine wunderschöne Sache. Das ist deren Projekt diesbezüglich, weil das ist eigentlich abgeschlossen. Damit darf man nicht so richtig durch die Gegend fahren. Ich weiß gar nicht, Jens, wie wir den hergekriegt haben, aber
du bist für Wunder verantwortlich, insofern irgendwie hast du ihn hierher gekriegt. Unter anderem, man sieht deswegen die Mützen, die da oben drauf sind, weil das ist ja ein Feuerwehrauto gewesen und das darf natürlich nicht dieses blaue Licht sehen. Das heißt, also, wir haben so Imo-Mützen draufgeklebt. Das ist super genial, sieht das aus. Also ich habe das gesehen, habe mich herzlich lachen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Imo ist Teil der Robur. Die Robur ist ein Industrieservice-Spezialist. Die einzelnen Spezialisten, einen Teil davon, haben Sie hier in der Reihe schon gesehen. 2015 gegründet mit dem ganz klaren Ziel, das Thema Wandel, die Herausforderungen von nicht nur Wandel in der Struktur, sondern auch Wandel im Industrieservice in dem Augenblick zu gestalten, für Deutschland, für die Welt, aber auch vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und eben des ökologischen Wandels, der dahinter steht. 2015 ist diese ganze Idee in einem Münchner Büro gestartet und daraus sind mittlerweile über 3000 Kolleginnen und Kollegen gekommen mit über 300 Millionen Euro Umsatz in 2022, weiter wachsend, und ich freue mich, dass einer der drei Gründer, der Florian Kopp, dabei ist und ebenfalls für ein kleines Grußwort bitte auf die Bühne kommt. Vielen Dank, Tobias. Lieber Herr Landrat Hanschak, Herr Oberbürgermeister Müllerbach, Herr Bürgermeister Ringle, liebe Kunden, Partner, lieber Herr Lux und stellvertretend für das ganze Robur- und Imo-Team, liebe Jenny, liebe Sophie, ihr habt mir besonders gut gefallen im Video. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, vor 10 Jahren, vor ungefähr 10 Jahren, hat meine beiden Partner und mich eine Idee umgetrieben. Wir alle kamen aus unternehmerischem Hintergrund mit stark mittelständischer Ausrichtung und Erfahrungen mit Unternehmensgruppen. Unser Ziel war es, eine mittelständische, unternehmerische Gruppe aufzubauen, die die Flexibilität und Agilität kleiner und mittlerer Betriebe mit der Größe, Strahlkraft und Innovationsfähigkeit größerer Gruppen kombiniert. Unsere Kulturidee war eine Gemeinschaft, in der Unternehmen eigenständig weiterarbeiten und gleichzeitig im Rahmen einer starken Partnerschaft gemeinsame Aktivitäten angehen können und gegenseitig voneinander profitieren. So haben wir es auch im Film gesehen von der IMO in den letzten 70 Jahren. Die großen Themen, die unsere strategische Ausrichtung innerhalb der anspruchsvollen technischen Dienstleistungen für die Industrie geprägt haben, waren, und da sind wir wieder beim Thema, die ökologische Transformation, der Strukturwandel, der Strukturbruch, wie Sie gesagt haben, Herr Hanschak. Ich glaube, auch eine riesige Chance und auch, wie wir im Film gesehen haben, eine riesige Herausforderung. Die deutsche Wirtschaftslandschaft, die uns mit der Transformation am Herzen liegt, damit wir unseren Kindern und Enkelkindern eine möglichst intakte Welt hinterlassen können, in der sie optimal, unter optimal möglichen Voraussetzungen groß werden können. Das ist schon ein Thema, das uns bewegt und das uns getrieben hat in der Frage, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir diese Gruppe ausrichten. Das andere ist die Digitalisierung, die Automatisierung und Innovation, haben wir auch schon gehört, die unsere Generation so sehr prägt und die anhaltend Wohlstand und Wachstum schafft und mithilft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie in einer immer intensiveren globalen Welt aufrechtzuerhalten. 2015 haben wir gemeinsam gegründet. Wir haben ein kleines Büro in unserer Heimat München gemietet und gehofft, mit unserer Idee erfolgreich zu sein. Wir haben Unternehmer angesprochen und davon überzeugen können, Teil dieser Idee zu werden. Und einige, viele sind heute hier im Raum. Wir haben erfahrene Unternehmerfamilien gesucht und dafür gewinnen können, unsere Idee als Gesellschafter mit Rat und Tat und natürlich auch mit dem erforderlichen Kapital zu unterstützen. Und wir haben einige Mitarbeiter für unsere kleine Organisation gewinnen können, um uns beim Aufbau zu unterstützen. Mit Jan-Jörg Müller-Seiler, den Sie gleich sehen, haben wir dann den vierten Mann gefunden, der mit seiner großen Erfahrung, seiner langen Karriere in technischen und Managementbereichen und seinem geradlinigen und authentischen Charakter ein idealer Unternehmenslenker für die bereits sehr schnell entstehende Organisation war, wurde und ist. In der Rückschau klingt das alles sehr einfach, aber am Anfang hatten wir einen steinigen Weg zu gehen und viele Hindernisse auszuräumen. Die Unternehmen eigenständig arbeiten zu lassen, eines unserer wichtigsten Prinzipien, und gleichzeitig gemeinsame Leitplanken zu schaffen, ist in einer wachsenden Gemeinschaft unerlässlich
stellt aber einen Zielkonflikt dar, den es immer wieder auszusteuern gilt. Auch das Ziel, jede Unternehmerpersönlichkeit und Managerpersönlichkeit in unserer Gemeinschaft zu halten und maximale Kontinuität an der Spitze zu gewährleisten, hat sich nicht in allen Fällen als möglich erwiesen oder als sinnvoll. Und einen Übergang und eine Nachfolge zu organisieren, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die für jede einzelne Firma sich stellen. Und ich glaube, auch das haben wir im Film gesehen, ist uns mit dem Florian König und mit dem gesamten Management-Team hervorragend gelungen. Da sind wir sehr froh und stolz auch drauf. Zuletzt haben wir uns aber auch in einer Zeit wiedergefunden, in der uns Themen wie die teilweise wild ablaufende Energiewende, die Covid-Pandemie und zuletzt der Krieg in der Ukraine, aber auch unvorhersehbaren Verzögerungen und Verwerfungen am Markt für Windkraft und beim nuklearen Rückbau zentrale Geschäftsfelder unserer Gruppe schwer geprüft haben. Auch das sind alles Themen, die natürlich die IMO genauso betroffen haben wie alle anderen Unternehmen in der Ruhrgruppe. Aber all das konnte uns erfreulicherweise nur stören und nicht aus der Bahn werfen auf unserem Weg zu einem der führenden deutschen Industriedienstleister. Die Aufnahme der IMO-Gruppe 2018 war dabei natürlich einer der großen und gefeierten Meilensteine auf diesem Weg. Mit dem Rückhalt all unserer Partner, der Unterstützung durch unsere Kunden und Lieferanten und der unermüdlichen Arbeit aller bei Robo und den einzelnen Unternehmen angestellten Menschen ist es uns gelungen, ein Unternehmen aufzubauen, das alle unsere Ziele erreicht hat. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung tragen wir an neuralgischen Stellen zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei. Mit hochinnovativen Projekten treiben wir die Digitalisierung voran. Wir investieren beständig, schaffen zahlreiche Arbeitsplätze, aber vor allem sind wir eine Partnerschaft geworden, die über zahlreiche gemeinsame Projekte und Tätigkeiten zusammengeschweißt worden ist, haben wir vorhin gehört. Gemeinsam Krisen gemeistert hat, die auch Kontroversen austragen kann und immer wieder einen gemeinsamen Weg nach vorne findet. Nicht zuletzt ist die Robo-Gruppe auch zum Beispiel und Vorbild geworden für weitere ähnliche Gruppen in unserem Verbund. Und jetzt muss ich noch eine persönliche Note loswerden. Der Daniel und der Jens und ich sind alle im Westen und teilweise im Ausland groß geworden. Als wir den Namen Robo gewählt haben, hatten wir keine Ahnung, was der Robur eigentlich ist. Und wir haben es aber relativ schnell rausgefunden. Und seitdem, und das ist sicherlich mittlerweile 6, 7 Jahre her, seitdem haben wir den großen Traum, dass wir mal in der Gruppe einen Robur haben. Und als ich heute Morgen vom Joggen zurückkam, habe ich ihn zum ersten Mal selber gesehen auch. Ich wusste schon, dass es ihn gibt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und wie ein kleiner Bub habe ich die Tür aufgemacht und reingeschaut und war ganz beeindruckt von diesem schicken Oldtimer-Gefährt, das da draußen steht. Und ich möchte hier wieder an die Jenny und die Sophie stellvertretend für alle Auszubildenden einen ganz herzlichen Dank aussprechen, dass ihr uns das ermöglicht habt, dass die Robur jetzt auch einen Robur hat. Ja. Mit so traditionsreichen Firmen im Verbund wie der IMO blicken wir zurück auf eine lange individuelle Geschichte und nach vorne in eine Welt, in der die Robo im gesamten deutschsprachigen Raum und mittlerweile weit darüber hinaus eine immer bekanntere und zentralere Rolle spielen darf. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an die IMO und auf viele weitere gemeinsame Jahre. Herzliche Grüße auch im Namen natürlich meiner beiden Partner Daniel und Jens. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank für deine Worte. Und das war wirklich so, wir waren hier 2018, als die IMO zur Robo gekommen ist, und da machen wir immer eine Veranstaltung, wo wir die Kolleginnen willkommen heißen. Und dann plante ich diese Veranstaltung damals und sagte, dann wurde gesagt, ja, okay, wir fangen dann in dem Augenblick um 6 Uhr an. Und ich sage, ja, okay, wir treffen uns um 6 Uhr. Und wann kommen die Kolleginnen und Kollegen? Ja, die sind da schon alle da. Moment, das heißt, ich muss hier um 5 Uhr mindestens da sein. Zum Glück haben wir das damals in Merseburg gemacht, im Schloss. Das heißt, ich musste vom Hotel nur 5 Minuten rübergehen, aber trotzdem war das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich um 5 Uhr morgens irgendwo einen Soundcheck machen musste. Normalerweise macht man den am Abend davor. Insofern, früh aufstehen ist nicht nur ein Motto von Sachsen-Anhalt, sondern in dem Augenblick tatsächlich auch von der IMO.
In der Tat, 3000 Kolleginnen und Kollegen, über 30 Spezialisten im Industrieservice. Ein Teil davon sehen Sie, wie gesagt, hier im Raum. In ganz Deutschland, Europa, Afrika und den Amerikas mit Servicedienstleistungen rund um die Industrie und den Lebenszyklus der Anlagen unserer Kunden. Das bietet die Robur, geballtes Know-how für Unternehmen und wie die IMO formal gesehen sogar schon mit Erfahrung von über 70 Jahren. Ich freue mich, dass die Gruppe, die geführt wird von Jan-Jörg Müller-Seiler, so gewachsen ist. Und Jan-Jörg Müller-Seiler darf ich auf die Bühne bitten für ein kleines Grußwort der Gruppe diesbezüglich. Ja, danke, lieber Tobias. Der kleine Bub, den Tobias am Anfang ansprach, der sich in den Robur gesetzt hat, das waren zwei. Das war der Dr. König und ich. Sehr geehrter Herr Hantschak, sehr geehrter Herr Müller-Bahr, sehr geehrter Herr Ringling, lieber Willi Lux, liebe Kunden, Partner und Kolleginnen und Kollegen. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. 70 Jahre, ein stolzes Alter. Und wir sind stolz, dass die IMO mit ihrem Erfahrungsschatz seit 2018 Teil der Robur ist und ihren Teil dazu beiträgt, die Transformation und den ökologischen Wandel der Industrie und des Industrieservices voranzutreiben. Denn Transformation ist nicht nur digital. Es sind nicht nur Nullen und Einsen, die relevant sind. Und der ökologische Wandel ist und muss mehr sein als ein Word-Dokument oder eine Konferenz mit vielen PowerPoint-Präsentationen. All diese Ideen, Ansätze und Maßnahmen müssen am Ende umgesetzt werden. Die Pläne und Visionen müssen in die Realität überführt werden, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Und diese Umsetzung müssen von Menschen gemacht werden und nicht von KI. Diese Arbeit ist schwer, sie ist laut, sie ist auch nicht einfach. Das wissen Sie hier im Raum zum Teil vielleicht sogar besser als ich. Und halten Sie mich für altmodisch geprägt, aber wahrscheinlich geprägt von meiner Ausbildung und meiner Erfahrung im Bergbau und beim Anlagenmontagen in der ganzen Welt. Diese Umsetzung schafft Tatsachen und langfristige Werte. Sie war und ist die Basis für unseren Wohlstand und wird auch in Zukunft die Basis sein, bei aller Digitalität. Daher passt die IMO auch so gut in unsere Gruppe. Mit ihrer Erfahrung im Rohrleitungs- und Anlagenbau, mit den Spezialisten in den verschiedensten Schweißtechniken, mit ihren Menschen, die für Qualität und Umsetzung stehen, Interesse für den Erfolg und Projekte unserer Kunden. Wie der Florian Kopp schon sagt und der Tobias, von einer neuen Idee in einem Münchner Büro mit drei Personen sind wir mittlerweile zu einer Gruppe von Spezialisten aus über 30 Unternehmen mit Niederlassungen in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika und über 3000 Kolleginnen und Kollegen geworden. Und mit ca. 320 Millionen Jahresumsatz im Jahr 2022. Der Fokus ist weiter auf die digitale Transformation und den ökologischen Wandel, ohne die Grundidee zu vergessen oder zu vernachlässigen und vor allem die Anforderungen unserer Kunden. Denn mit unseren Kunden sind wir gewachsen. Für unsere Kunden haben wir die Robur aus der Dachregion nach Europa, Afrika und Amerika ausgeweitet. Sei es im Wind, wenn es um die Wartung und Modernisierung von Windparks geht, sei es in der Energiewirtschaft, wenn wir den nuklearen Rückbau in Deutschland und Europa vorantreiben. Sei es in der Prozessindustrie, wenn es um die Wartung von Pumpen, die Inspektion von Industrieöfen oder Instandhaltung von Produktionsanlagen geht. Oder in der industriellen Transformation, wenn wir für unsere Kunden digitales Asset Measurement Lösungen entwickeln und implementieren oder Anlagen optimieren und verlagern, damit diese effizienter oder an anderen Orten produzieren. Einen kleinen Ausschnitt des Portfolios der Robur können Sie sich gerne bei den Partnern der Gruppe in diesem Raum anschauen. Der Robur Automation, der FIOS, der FluidSurf, der Rodias, der Excelsius sowie den Partnern Elmobis, GESA und SNG. Und für alle weiteren Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne auch persönlich zur Verfügung. Unsere Kunden sind auch Treiber für das Wachstum mit neuen komplementären Partnern, die unsere Gruppe verstärken. Denn wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen und wollen sie so ganzheitlich bedienen.
Die Robo wird daher weiter wachsen. Um Unternehmen wie die IMO in Bereichen, in denen unsere Kunden nach Spezialisten fragen, denn wir sind eine Gruppe von Spezialisten, die im Verbund für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen und ihnen damit ein beruhigendes Gefühl geben. Mit den neuen Partnern in 2022 haben wir uns in vielen Bereichen verändert. Mit der SNG haben wir unsere Kompetenz in der Nieder- und Mittelspannung ausgeweitet. Mit der Hotwork USA haben wir unseren Fußabdruck in Amerika vergrößert. Mit der Spectadis und der Jacek MT haben wir die Kompetenzen in der Gruppe im Bereich Asset Management und Verlagerung weiter gestärkt. Und auch 2023 werden wir weiter wachsen. Lassen Sie sich überraschen. Heute aber wollen wir die IMO feiern. 70 Jahre Erfahrung sind schon etwas Besonderes. Aber beim Engagement und der Expertise der ganzen Mannschaft keine Überraschung. Und daher bin ich überzeugt, dass wir uns noch öfters sehen werden. Und jetzt sage ich etwas, spätestens 30 Jahre zum 100. Ich wollte nur, dass es perfekt ist, ich bin 60. Aber es ist ein Motor, weiter zu machen und mit 90 hier vorbeikommen, schaffen wir. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg oder, wie ich in meiner Ausbildung gelernt habe, Glück auf. Vielen Dank, Jan-Jörg. 70 Jahre IMO, wahrlich eine lange Zeit, in der Tat. Ich arbeite auch an den 30 Jahren da, also das ist auch noch ein bisschen so mit 80 dann da hier zu stehen nochmal, ich bin gespannt. Jedenfalls, in diesen 70 Jahren ist viel passiert und ich darf Florian König bitten, auf die Bühne zu kommen, der diese 70 Jahre im Detail Revue passieren lässt. Du hast da was Schönes vorbereitet, inklusive PowerPoint und Co. Insofern viel Erfolg. Viel Spaß. Lieber Tobias, vielen Dank für deine freundliche Anmoderation. Sehr geehrter Herr Landrat Hantschak, es freut mich sehr, dass Sie die Zeit heute für uns hatten. Schön, dass Sie die IMO noch so in guter Erinnerung behalten haben. Herzlich willkommen. Der Tobias hat schon gesagt, wir haben nicht nur den Namen IMO 70 Jahre beibehalten, sondern auch unseren Standort 70 Jahre. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Müller-Bahr, wir fühlen uns auch heute noch sehr wohl in Merseburg. Unsere größte Niederlassung in der Region ist in Schkopau und deswegen feiern wir auch hier. Hier waren wir nach dem Krieg gleich in der ersten Stunde dabei und sind seitdem ununterbrochen in Schkopau vor Ort. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Ringling. Lieber Florian, lieber Jan-Jörg, vielen Dank für eure Begrüßung. Wir arbeiten gern mit euch zusammen. Mit euch begrüße ich alle Partnerunternehmen. Ihr seid unsere Zukunft und wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit. Die letzten 70 Jahre wären nicht ohne unsere Kunden und Lieferanten so erfolgreich gewesen. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass so viele heute unserer Einladung gefolgt sind. Und das Gleiche gilt für unsere Mitarbeiter. Einige sind heute bei uns, aber wir wollen dann bei schönerem Wetter am 1. Juli nochmal mit allen in Ruhe feiern. Das Schweißen und das Singen, das kann man nicht erzwingen. Dazu muss man geboren sein. So erklärte mir Willi Lux, ehemaliger Direktor des Kombinatsbetriebes und Geschäftsführer der IMO Merseburg, eine der Geheimnisse des Erfolgs der IMO. Und ich stimme ihm uneingeschränkt zu. Dies ist der wesentliche Teil des Erfolgs der IMO, seine Mitarbeiter. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ist der Erfolg dieses Unternehmens nicht abhängig von einer kapitalintensiven Anlage oder von Maschinen oder von einem Produkt oder vielleicht auch von einem einzigartigen Patent, sondern was unsere Kunden bei uns bestellen, ist das Können unserer Mitarbeiter. Mit unseren über 500 Mitarbeitern, zählt man mal die 100 Kollegen auch in Leipzig mit dazu, gehören wir, denke ich, noch zu den größten gewerblichen Arbeitgebern hier in der Region. Aus diesem Grund hat die IMO immer einen großen Fokus auf die Ausbildung ihrer Mitarbeiter gelegt. Bis zu 40 Auszubildende sind ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgs. Aber dazu später mehr. Lassen Sie uns chronologisch beginnen. Wir haben es im Film gesehen,
Die Basis für die heutige IMO schuf Adam Weil. Adam Weil erwarb sein produktionstechnisches Wissen vor dem Zweiten Weltkrieg bei der IG Farben in Frankfurt am Main. Nach dem Krieg führte ihn sein Weg mit 25 tüchtigen Männern und Frauen zum Wiederaufbau der zerstörten Leunawerke. In Naumburg gründete er die Hydro GmbH. Als er in den Nachkriegsjahren der Wiederaufbau richtig in Gang kam und der Bedarf an Montagekräften und das Auftragsvolumen deutlich stieg, passte Adam Weil seine Organisation den neuen Anforderungen an und es kam am 1.5.1953, also vor 70 Jahren in 2 Monaten, zur Gründung der Industriemontagen Merseburg und zum Umzug nach Merseburg. Adam Weil und die Gründer führten in den ersten Nachkriegsjahren das hart erarbeitete Unternehmen in einen volkseigenen Betrieb über. Keiner der Männer der ersten Stunde erhielt eine Auszahlung aus dem Erwirtschafteten. Lediglich die ursprüngliche Einlage erhielt jeder zurück. Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, wenn man im Nachkriegszeit die Werkzeuge wieder instand gesetzt hat, die Kräne zum Laufen gekriegt hat und dann alles wieder abgeben musste. Die Partei wollte im ersten Schritt den Betrieb auch überhaupt gar nicht. Adam Weil musste darauf dringen, aus dem Betrieb einen volkseigenen Betrieb zu machen. Dies gelang erst im dritten Anlauf. Was für eine Zeit oder was für eine andere Zeit vergleicht man diese dann mit den Jahren um 1990? Die IMO Merseburg expandierte in den folgenden Jahren mit der deutschen Chemieindustrie, zunächst in Leuna und Schkopau. Die gute Arbeit des Betriebes führte dazu, dass bald auch überregionale Projekte dazu kamen. Schritt für Schritt etablierte sich die IMO Merseburg als wichtiger Bestandteil des Chemieanlagenbaus. Von anfangs 170 Mitarbeitern 1953 wuchs die Industriemontagen Merseburg rasant auf 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 1965 und 1990 arbeiteten 3600 Kolleginnen und Kollegen und 620 Lehrlinge für die Gesellschaft. 1955 begann der Aufbau der Carbidfabrik in Schkopau. Später fanden Monteure, Techniker und Ingenieure ihren ständigen Arbeitsplatz im Buna-Werk. Dort unterstützten sie bei der Instandhaltung der Carbidöfen. Unter den schwierigen Bedingungen bei Hitze, Staub und in extremer Beengtheit wurden Teile der Anlage demontiert und neu aufgebaut. Auch beim Aufbau der Raffinerie in Schwedt war die IMO Merseburg ab 1961 von Anfang an dabei. Das war ein Großvorhaben der chemischen Industrie auf der grünen Wiese an der Oder. Nach der Rohöldestillation 1 folgten 1965 die Rohöl 2 und 1968 die Rohöl 3. In späteren Jahren sollten noch viele weitere Anlagen wie das Tanklager oder die NTE-Anlage folgen. 1969 wirkte die IMO Merseburg bei den Anfängen des Chemiestandortes in Schwarzheide mit. In Schwarzheide, Schkopau und Schwedt ist die IMO seit den Anfängen bis heute mit einer Niederlassung ununterbrochen tätig. Jetzt hängt er. Neben der Chemieindustrie war die IMO schon immer in der Lebensmittelindustrie vertreten. Projekte in der Brauerei in Frankfurt, Nordhäuser Doppelkorn oder in der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freiburg. In der pharmazeutischen Industrie wirkte die IMO am Arzneimittelwerk Dresden und der Impfstoffwerk Tornau mit. Aber auch die Außenhülle des Berliner Fernsehturms, wir haben es in dem Film gerade gesehen, wodurch die IMO gefertigt und durch die IMO Leipzig montiert. Was machte die IMO aus? Wie ich schon anfangs sagte, die hohe Anforderung an die Ausbildung, insbesondere die Schweißausbildung. Es wurden alle Stähle verarbeitet. Die Abteilung Schweißtechnik überwachte ständig das Schweißen und gewährleistete die notwendige Qualität.
Eine der größten Herausforderungen war der Bau der Chemieanlage in Stade. Dazu mussten 17.000 Schweißnähte in Titan in den Nennweiten DN 25 bis 600 geleistet werden. 17 WIG-Schweißer wurden fortgebildet zu Titanschweißer. Neben der Ausbildung entstand die Betriebsakademie mit Dozenten, die die Schweißer zu Meistern und Ingenieuren ausbildeten, und schließlich arbeiteten, wie schon gesagt, 3.600 Kolleginnen und Kollegen für die IMO. Mit unseren Mitarbeitern wollen wir am 1. Juli noch einmal in Form eines Familienfestes in Frankleben feiern. 1989 kam die Wende und mit ihr die Freiheit und ein weiteres Kapitel in der Geschichte der IMO. Freiheit heißt auch die Bereitschaft, Ja zu sagen zu den Möglichkeiten der Gestaltung und Mitgestaltung oder zu seiner Verantwortung. Die größte Herausforderung war genau das zu tun, was vorher alles andere als erwünscht war, selbstständig zu denken und selbstständig zu handeln. Von Freiheit nicht nur zu träumen, sondern die Freiheit in der Freiheit tatsächlich zu gestalten. Wer nur abseits stand, wurde zu einem beherrschten Objekt. Wer Verantwortung übernimmt, gewinnt Handlungsmöglichkeiten und Zukunft, wie das Adam Weil 1953 vorgemacht hat. Und diese Verantwortung oder die Möglichkeiten der Gestaltung haben die Mitarbeiter der IMO wahrgenommen und damit die IMO geschaffen, die wir heute kennen. Willy Lux als erster Geschäftsführer, Jürgen Paschult und Sigrid Freud waren die ersten Prokuristen der neuen IMO. Im April 1990 wurde der VEB IMO Merseburg wieder zurück zu einem, von einem volkseigenen Betrieb in die IMO Merseburg GmbH, einen privaten Betrieb, umgewandelt. Was hätte wohl Adam Weil dazu gesagt? In dem einen Jahr unter Treuhandverwaltung wurden die Weichen für die weitere Zukunft der Gesellschaft gestellt. Die IMO wurde im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen staatlichen Betrieben, wie zum Beispiel die IKR in Bitterfeld, nicht von großen deutschen westdeutschen Betrieben wie die Babcock übernommen. Die Geschäftsführung hat die Verantwortung übernommen, die IMO in die Selbstständigkeit zu führen. Sie konnte eine Investorengruppe um Herrn von Maibohm gewinnen und begeistern, der die IMO Anfang 1992 übernahm. Herr Lux hat mir erzählt, dass er Herr von Maibohm eine Woche lang alle Baustellen, alle Projekte, alle Niederlassungen gezeigt hat. Dann haben sich beide Seiten eine Woche Zeit gegeben, zu entscheiden, und danach konnte die IMO privatisiert werden. Die ersten Jahre waren schwierig. Wir haben die Sicht der Mitarbeiter im Film gehört. Es stand die Frage im Raum: Sind wir der Herausforderung gewachsen? Es gab kein historisches Vorbild, an dem man sich hätte orientieren können. Und trotzdem haben die Mitarbeiter der IMO die Aufgabe angenommen. Es ging nicht ohne Verkauf von Eigentum, wie die Ferienheime oder ein Teil unserer Vorfertigung in Frankleben. Für bestimmte Gewerke wie die Isolierer oder ZFB, also das Röntgen der Schweißnähte, mussten neue Partner gefunden werden. Und schließlich waren auch Entlassungen und Vorruhestandsregelungen notwendig. Um den qualifizierten Fachkräften eine Perspektive zu bieten, wurde die MPS, die Merseburger Personalservice GmbH, gegründet. Die Mitarbeiter standen dann nicht nur der IMO bei größeren Projekten zur Verfügung, sondern auch anderen Gesellschaften. Daraus entwickelte sich 2001 die IMO Service, die heute neben der IMO Anlagenmontagen vor allem das Instandhaltungsgeschäft verantwortet. Es folgten die komplizierten, auch verlustreichen Jahre 1991 bis 1994. Das Eigenkapital war fast aufgebraucht. 1993 startete die Großinvestition in die Raffinerie in Leuna. Die Geschäftsführungen der IMO, der IKR und der KSE fuhren kurzerhand nach Paris, um die Fähigkeiten der IMO, dem Engineering-Partner der Total, der TLG, vorzustellen. In der Präsentation standen wieder zwei Punkte im Vordergrund: gut ausgebildetes Personal und lokale Verbundenheit. Die Strategie war erfolgreich.
In diesem Jahr konnte die IMO mit ihren Partnern, das ein Großprojekt von 41 Millionen D-Mark damals, verbuchen und schrieb zum Jahresende schwarze Zahlen. Die IMO schloss das Projekt als erster von mehreren Partnern im Zeitplan erfolgreich ab. Danach folgten noch weitere große Vorhaben. Das sicher umfangreichste Projekt der IMO war das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Das Kraftwerk ist leider nie angelaufen. Aber auch die Zusammenarbeit der OMV in Burghausen oder in Schwechat bei Wien haben die Arbeit der Mitarbeiter für mehrere Jahre geprägt. Und genau an dieser Stelle möchte ich einmal Dank sagen all denen, die angepackt haben, die vieles gemacht haben, was sie vorher nie gelernt hatten, sich mit Finanzierung, Vertrieb, Wettbewerb auseinanderzusetzen. Manche hatten niemals erwartet zu tun, was wir dann taten. Wir schauen heute einmal auf die Kolleginnen und Kollegen und sagen einfach Danke. Applaus 1999 wurde nach langen Verhandlungen die Gesellschaftsanteile von den Investoren an das Management der IMO Merseburg verkauft. Mit diesem Buyout übernahm das Management um Herrn Schäfer, Herrn Sievers, Herrn Lux und Herrn Paschold endgültig die Geschicke der mittlerweile entstandenen Firmengruppe. Knapp 20 Jahre später folgten als langfristige Partner die Robur-Gruppe als Eigentümer und wir sind froh, auch für die Zukunft eine starke Partnerschaft gefunden zu haben. Neben unseren Mitarbeitern und Investoren kam ein weiterer Erfolgsfaktor hinzu und das sind unsere Kunden. Es war eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Engineering-Partnern, mit denen wir zum Teil auch über 70 Jahre zusammenarbeiten. Ich sprach schon die Aufbauarbeit in Schwarzheide, heute die BASF an, PCK Schwedt oder die Dow hier in Schkopau und Böhlen. An diesen Standorten sind wir nach dem Aufbau ununterbrochen tätig. In den letzten Jahren haben wir viel mit Cargill in Barby und Krefeld zusammengearbeitet, mit Vogt Plastik in Premnitz, in Zeitz mit Südzucker und Crop Energies, aber auch hier am Standort mit Glacon Chemie, Infraleuna und Domo Caprolina. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir können heute sagen, das Fundament ist stabil. Aber ich sage Ihnen auch, damit steht einer Modernisierung nichts mehr im Wege. Die Veränderung wird weitergehen. Wir kennen unsere Substanz und wir wissen, was unbedingt erhaltenswert ist. Und deshalb lohnt es sich, die tragenden Elemente wieder freizulegen. Und wir sollten aus unserer Geschichte etwas mitnehmen, dass wir niemals aufgeben dürfen, den Geist der Zuversicht, aber auch den der Veränderung. Wir haben nicht nur davon geredet, die IMO selbstbestimmt zu gestalten, nein, wir haben es getan. Wir sind die, die sich etwas zutrauen. Und so feiern wir heute den Mut und das Selbstvertrauen von damals. Nutzen wir diese Erinnerung als Brücke. Sie verbindet uns mit einem Erfahrungsschatz, der uns gerade jetzt bestärken kann. Vielen Dank. Einen Aspekt der IMO-Geschichte habe ich in meinen Ausführungen ausgeklammert, den Kranservice. Viele erinnern sich noch an das alte Logo, das sehen Sie hier in der Mitte. Das I der IMO wurde durch einen Derrick-Kran, dieses Wurzelzeichen, symbolisiert. In den Nachkriegsjahren waren die Kollegen, die den Derrick-Kran aufbauten, immer die Ersten auf der Baustelle. Die Derrick-Kräne wurden bald nach dem Krieg durch Mobilkräne ersetzt, aber das Logo hat bis 2018 überlebt. Bis 1990 hatte die IMO die größte Anzahl und die leistungsstärksten Mobilkräne in der DDR. Auf vielen Baustellen waren sie eingesetzt. Der Palast der Republik, wir haben es im Film gesehen, die Kuppel des Berliner Doms und die des Roten Turms hier in Halle wurden durch IMO-Kräne aufgesetzt. 1992 brachte man die Kräne sowie die Mitarbeiter in ein Joint Venture mit dem niederländischen Kranunternehmen Van Säumeren, heute Mammut, ein. Seit 1995 ist die IMO nicht mehr beteiligt, aber die gute Zusammenarbeit hat sich in all den Jahren bis heute erhalten. Ich darf den Geschäftsführer der Mammut Deutschland, Jens Kopczynski, unseres langjährigen Partners Mammut, begrüßen. Herzlichen Dank. Applaus
Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der IMO und liebe Sportsfreunde der IMO. Ich habe als allererstes, na, das geht hier noch nicht, so mit dem Next. Alles klar. Ich möchte zuallererst natürlich den Kolleginnen und Kollegen der IMO in Gänze danken, weil die IMO ist natürlich in unserer Region eine Hausnummer. Und sowohl als Geschäftsführer, der viel mit der IMO zusammengearbeitet hat, als auch als Kind der Stadt Merseburg ist mir die IMO sehr bekannt und natürlich auch als Sportfreund, weil die Sportförderung von der IMO war natürlich über die vielen Jahre sensationell. Und jetzt komme ich zu einer Sache, die ich hier als persönliche Note auch gesagt habe. Ja, ich war auch mal Mitarbeiter der IMO. Und das weiß nicht mal der Dr. König. Und darum so eine sehr persönliche Note. Es war 1984, es war Sommer, ich war 14 Jahre alt und es war sehr, sehr warm draußen und ich brauchte Geld. Und mein Nachbar, das war der Herr Buschendorf, der arbeitete bei der IMO und der hat gesagt, na klar, kannst du bei uns arbeiten, kommst nach Benkendorf. Und in Benkendorf habe ich so den typischen 3 Wochen Job gemacht, den man zu dieser Zeit eben durchführte. Das hieß, ich musste Rohrleitungen streichen, ich habe Paletten genagelt und natürlich auf der anderen Seite Spezialaufträge gemacht. Und diesen Spezialauftrag möchte ich Ihnen erklären, darum auch dieses sehr nette Bild, was ich hier so sehe. Der Spezialauftrag lautete, Jens, du musst also morgen, brauchst du nur halbtags arbeiten. Ich dachte, Mensch, ne, das ist ja schön, da freut man sich auch als Schüler, kriegt trotzdem den ganzen Tag Geld. Du räumst mal hier so einen ganzen Güterwaggon mit Glaswolle aus. Und das habe ich gemacht den halben Tag, aber ich habe das nie vergessen. Ja? Und bis heute habe ich natürlich von der IMO keinen Erschwerniszuschlag für diese Sache bekommen. Und Dr. König, ich denke, das ist sehr notwendig, dass wir nochmal essen gehen und diesen Erschwerniszuschlag dann eben uns holen. Ja, ja, ich möchte trotzdem auch einen kleinen kurzen geschichtlichen Exkurs machen. Die IMO-Krane in der DDR. Es ist natürlich so, dass es gab 3 Kranbetriebe in der damaligen DDR und die 3 Kranbetriebe haben also die Mobilkrane für die großen Baustellen gestellt. Insbesondere waren das natürlich die chemischen Betriebe, die wir so alle hatten und natürlich auch für große Infrastrukturprojekte auch in der DDR wurden diese Krane zur Verfügung gestellt. Ja? Ja, im Normalfall ist es halt so, diese Abteilung bestand halt aus 2 Teilen, zum einen aus der Transportabteilung und aus der eigentlichen Kranabteilung. Der Abteilungsleiter war der Rudi Bach und der Gruppenleiter war der Herr Muche für den Transport und die Herren Teichert und Hofmann für die Kranabteilung. Jetzt gab es natürlich aber auch wieder sowas, was gab es halt nur in der DDR. Natürlich wurden die großen Projekte in Schwedt und Ähnliches ganz klar gefördert, aber auf der anderen Seite war es eben auch so, man musste auch an sich persönlich denken und es gab also die Kranbörse, die fand also immer im Bahnhof Merseburg statt und auf dieser Kranbörse wurden also die Aufträge, die Mobilkrane für das nächste Jahr halt eben, ja heute würde man sagen, geplant. Und ja, bevorteilt wurden aber die Brauereien. Und das ist also so, wenn man also mit dem Kran zur Brauerei fuhr, fuhr man also oft mit Ballast hin und noch mehr Ballast zurück. Man hat also extrem viele Bierkästen in dieser Zeit also mitgenommen und das war halt ein großer Vorteil für den damaligen Kranbetrieb. Ja, es wurde auch wochenweise gearbeitet, Zyklusarbeit wurde vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Die Zyklusarbeit war halt eben so, dass eine Woche gearbeitet wurde und eine Woche eben frei war. Es ist allerdings auch so, dass die Kunden zu der damaligen Zeit auch diese freien Wochenenden mit bezahlen mussten. Das ist neu. Das gibt es heute nicht mehr leider. Ja. Und hier, wenn man einfach mal die Projekte sieht, ich mache das nur mal kurz, im PCK Schwedt ist natürlich sehr, sehr viel gearbeitet worden. Aber auch das Bauernkriegsdenkmal, was in Bad Frankenhausen steht, wurde also von der IMO zur damaligen Zeit errichtet. Dann gab es natürlich diese Wendewürmer, die es überall gab. Ne? Also am 2.10.1990 wurde bereits die Säum-IMO gegründet von den beiden Gesellschaften, der IMO Merseburg und von Van Säumeren. Van Säumeren ist also die Familie, die den Kranbetrieb also in Holland hatte,
weltweit größtes Unternehmen zu dieser Zeit in diesem Bereich. Und die sind also durch den ehemaligen Osten gestreut und sind wahrscheinlich irgendwann auf die IMO aufmerksam geworden und haben zusammen diesen Kranbetrieb gegründet. Gleichzeitig hatte halt der eine Kollege, der im Kranbetrieb hatte, aber die AKV hier nach in den Osten geholt. Und es gab also zum einen dieses Joint Venture und dann das andere, die AKV, die dann hier in der Region arbeiteten. Und das Kuriose war allerdings dabei, dass die Säum IMO, die ja die Krane der ehemaligen IMO halt eben innehatte, sehr selten auch für die IMO arbeitete. Denn die Aufträge, die es zur damaligen Zeit gab, die wurden oftmals an der Säum IMO weiter an AKV vergeben. Und AKV ist gewachsen und gewachsen. Und dann kam es eben zu dem Verwürfnis und im Endeffekt ist es dann eben passiert, dass sich dann die beiden Unternehmen auf irgendeine Art und Weise dann auch getrennt haben und die Van Säumerens die Geschäftsanteile von der IMO dann eben auch übernommen haben. Ja, und dann ging man halt getrennte Wege und auch gleichzeitig wieder eben auch gleiche Wege. Man sieht das, der damalige Geschäftsführer von Mammut, der Uwe Wenzel, hat also den Betrieb von ca. 3,4 Millionen auf eine Größenordnung von 27 Millionen im Jahr 2012 eben auch gebracht. Es gab viele Großprojekte bei Total, bei Mieder. Und wir haben natürlich andere Bereiche auch bei uns bei Mammut dann etabliert. Das heißt, die Equipmentmontage wurde etabliert. Es gab erste große Projekte in der Kernkraft. Und wir haben natürlich die erste westdeutsche Niederlassung in Ludwigshafen eben auch gegründet. Ne? Van Säumeren haben sich im Jahr 2000 dann ein größeres Unternehmen einverleibt. Das war die damalige Mammut-Gruppe. Und weil die den Namen so schön fanden, Mammut, haben sie das einfach umbenannt. Und aus Van Säumeren ist im Endeffekt dann eben auch Mammut geworden. Ne? Und diese Van Säumerens haben im Jahr 2011 dann diese Anteile von die SAV als neuer Besitzer hat, also dann die Anteile von Van Säumeren übernommen. Heutzutage sind wir also von SAV einer der größten Partner, die wir dann eben auch so haben. Ja, und dann kam eben eine Zeit von 2013 bis zum Jahr 2023. Wir sind dann also als Mammut extrem hier in unserer Region gewachsen. Wir hatten also, kamen also von rund 25, 26 Millionen und sind jetzt bei einer Größenordnung von 72 Millionen. Wir haben viele Dinge ausgebaut. Wir sind nach Rumänien gegangen. Wir haben unsere Equipmentmontage ausgebaut. Der Gernot, den Engineering-Bereich von damals einem Ingenieur zu 15 Ingenieuren, die wir aktuell haben. Ja, wir haben Standorte in Krefeld, in Hamburg gegründet. Ja, und wir wollen unsere Equipmentmontage natürlich auch in Europa weiter ausbauen. Wir haben viele von unseren ehemaligen russischen Kollegen übernommen, die jetzt durch diese Situation mit der Ukraine nicht mehr wussten, wo sie hin sollten. Also sind jetzt aktuell 7 Leute, die bei uns hier bei Mammut in Deutschland eben auch arbeiten. Naja, und wir müssen uns natürlich jetzt auch ausrichten, wo es die nächsten Jahre eben auch hingeht. Ja. Und wenn wir einfach mal zurückblicken auf Robo und auf uns, dann ist es halt so, dass wir natürlich über viele Jahre auch weiter auch zusammengearbeitet haben. Ja. Wenn wir einfach mal schauen, diese strategische Partnerschaft, die wir hatten für dieses Firebird-Projekt in der BASF oder das große Projekt Shell Moerdijk oder eben die Acetylenanlage in Ludwigshafen, das sind schon wirklich Meilensteine und große Projekte, die Mammut und eben die Robo-Gruppe oder IMO im Detail dann eben auch mitbearbeitet haben. Und das ist eben das letzte Projekt und das aktuellste, was wir zusammen haben, das LNG-Terminal in Brunsbüttel. Und ich denke, das wird schon gut werden. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich möchte mich nochmal bedanken, dass das mit der IMO immer so gut geklappt hat und natürlich auch mit der Robo-Gruppe in Zukunft weiterklappen wird. Und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und danke Ihnen recht herzlich.
Wir machen jetzt eine kurze Pause. Schnappen Sie sich einen Kaffee. Ich habe gehört, der Kaffee ist schon da. Es gibt hoffentlich den einen oder anderen Kuchen noch in dem Augenblick. Nutzen Sie die Gelegenheit für Gespräche untereinander. Nutzen Sie die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen der Robur. Und wir werden Sie dann nachher in ca. 30 Minuten wieder zurückbringen mit dem einen Film über die Azubis. Also wenn es der Ton beginnt, können Sie langsam in dem Augenblick kommen. Hier bei uns richtig stark, also von Mund zu Mund halt extrem. Die hat auch einen guten Ruf bei uns hier. IMO steht für Qualität und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Mir wurde vorgeschlagen, na komm doch, probier's mal. Ja, und dann habe ich Mut gefasst und habe einfach eine Bewerbung hergeschickt und nach 2 Wochen sogar hatte ich schon einen Anruf bekommen vom Herrn Koch, wo es hieß, wir hältst du von 2 Wochen Praktikum? Und ich habe gleich gesagt, ja klar, dieses Handwerkliche, was sowieso meins ist, das war so meine Richtung und da habe ich gleich gesagt, das passt. Vom Klima her, alle total nett und es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich war davor Elektriker, also habe Betriebstechnik gelernt und das war halt nicht so das Ding. Und der IMO hat hier eigentlich einen ganz guten Ruf in der Nähe, also in unserer Umgebung. Und da ich was brauche, was ich sehe, dass ich was mache, so Metalltechnik halt, habe ich halt dafür entschieden, weil mein bester Kumpel auch mit bei uns im ersten Lager ist, hat das eigentlich wunderbar geklappt. Und war das eigentlich perfekt. Seit 3.9.2018. Ich bin jetzt im 2. Seit dem 2. September 2019 habe ich die Ausbildung hier begonnen. Schule. Also man sollte das echt nicht zu leicht nehmen. Schule ist halt, es geht viel ums Mathematische, aber alles ist irgendwie bewältigen. Ist Anfang vom Schweißen. Weil es am Anfang halt, man muss rausfinden, wie hält man am besten den Brenner und jetzt sitzt euch ja angelegt halt am Anfang. Da hat man halt auch ziemlich Respekt am Anfang und muss dann auch erstmal damit warm werden. Am Anfang der Ausbildung hat der Koch halt gesehen, dass bei manchen von uns die Noten halt nicht gestimmt haben. Und hat uns gefragt, was ist los, Jungs? Warum kriegt ihr das nicht hin? Dann haben wir halt mit der Koch gesprochen, dass uns das halt manchmal schwerfällt, manche Rechnungen. Es ist ja nicht alles nur so, was man aus der Schule kennt. Es sind ja auch extra Formeln und Rechnungen. Und dann hat der Koch halt gesagt, naja, passt auf, ich kümmere mich da um was und wenn es klappt, sage ich euch Bescheid. Ja, ich glaube, nach 3 Wochen ungefähr hat der Koch dann gesagt, hier, habt ihr einen Termin. Die und die Leute sind angemeldet dafür für die Nachhilfe. Wenn ihr es machen wollt, dann geht da hin, hört euch das an, quatscht mit denen. Und dann kam so ein und andere und dann haben wir gesagt, das ist top, das hilft uns und das machen wir weiter. Und das hat mich jetzt sogar so weit gebracht, dass ich das nicht mehr machen muss. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Probleme haben in der Schule, so leistungsmäßig gesehen, kriegen wir Nachhilfe? Auf jeden Fall, also die macht alles dafür, dass ihre Lehrlinge top ausgebildet sind, dass sie keine Probleme haben, schulisch wie praktisch. Also wird alles wirklich in Bewegung gesetzt. Der Zusammenhalt, also ich muss sagen, selbst im Praktikum, ich war eigentlich noch nicht Azubi und so und habe mich trotzdem sehr wie zu Hause gefühlt sozusagen. War schon eine andere Firma, ich hatte schon mal einen anderen Ausbildungsberuf und da war das halt nicht so, dieses Arbeitsklima und diese Kollegiale, das war absolut nicht schön. Und da habe ich gesagt, nein, das geht nicht mehr. Und das ist hier komplett anders. Hier ist es 100%, hier ist es einfach da. Hier hat man auch Lust, früh aufzustehen, herzukommen. Und wenn man ganz genau weiß, ach, die Leute sind da und das macht richtig Bock, mit denen zu arbeiten. Und wenn man Hilfe braucht, sagt man Bescheid, dann sind die auch da. So der Zusammenhalt, das Familiäre, das ist nicht so, wir sind einfach nur Arbeitskollegen. Wir sind teilweise echt gute Kumpels geworden, auch in der kurzen Zeit. Auch mit Herr Koch und Herr Gido. Herr Kühn können wir unsere Späße machen, Herr Müller zum Beispiel auch. Man hat seinen Spaß und kann sich auch mal ein bisschen wegfeiern und muss halt nicht immer so ernst sein bei der Arbeit. Wir beratschlagen uns selbst, da kommen wir mal gegenseitig in unsere Kabinen, gucken uns an, wie wir schweißen, wie wir das machen, geben uns selbst Tipps, was wir zum Beispiel von unseren Schweißausbildern kriegen. Unterhalten uns besten, wie haben wir das am besten umgesetzt, wenn die Nähte gut aussehen. Und so, also wir helfen uns ja schon gegenseitig sehr viel, ja. Hier wird sich immer untereinander helfen.
das gegenseitige Unterstützen halt. Dass wir uns alle helfen, dass wir an den Strang ziehen, haben wir Probleme, können wir das gemeinsam ansprechen bei unserem Ausbilder oder so. Das halt, also wir unterstützen uns halt sehr viel. Sei es bei Werkstücken, sei es beim Schweißen, sei es beim Brennschneiden. Wir unterstützen uns sehr viel und das macht es für mich halt aus. Die IMO bietet wirklich viel. Also von Lehrgang, von Isometrie bis zum Schweißen, alles Mögliche. Ich habe Möglichkeiten, mich weiterzubilden, vom Schweißerpass bis zu bestimmten Lehrgängen. Und das will ich halt natürlich alles mitziehen. Und ich will jetzt gucken, dass ich meinen Realschulabschluss während der Ausbildung in der Schule mache. Dass ich dann, wenn ich ein paar Jahre hier gearbeitet habe bei der IMO, dass ich dann sage, gut, jetzt mache ich meinen Meister. Ja, ich werde alles mitnehmen, was möglich ist, ja. Ja, ich würde meinen Freunden empfehlen, bei der IMO anzufangen, da es halt auch sehr familiär hier ist und Spaß macht und man Unterstützung halt aus jeder Ecke kriegt. Ich wollte eigentlich gar nicht zur IMO. Mein Traumberuf war Fernsehmechaniker. Aber da meine Verwandtschaft, mein Onkel, Tante, die waren alle schon bei IMO. IMO war ja damals Weltfirma. Und da hat mein Onkel natürlich gesagt, oh Peter, es gibt nichts anderes für dich, du musst zur IMO. Und naja, und da habe ich natürlich bei der IMO angefangen. Und das habe ich gemacht bis dieses Jahr, 2020 im Februar. Und nach 47 Jahren Arbeit bin ich dann im Februar in Rente gegangen. Vielen Dank. Peter, du gehst zur IMO. Das sind mal deutliche Worte. Wenn ich das meinem Sohn sagen würde, würde er sagen, Alter, du... Nein, das sage ich jetzt nicht, was er sagen würde in der Situation. Also zumindest habe ich nicht so eine Kontrolle diesbezüglich. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich hier nicht bei der IMO vor Ort bin, und, sondern in München, und da doch dann andere Themen dann in dem Augenblick für meinen Sohnemann wichtiger sind. Aber wir werden sehen. Vielleicht hört er dann doch irgendwann mal auf mich in einer gewissen Zeit. Herzlich willkommen zum Programm zurück. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen das genießen, ein bisschen reden, ein bisschen networken, wie man so schön sagt, den ein oder anderen Stand besuchen. Und ich möchte mich hier bedanken für meine Gäste, für ein kurzes Podiumsgespräch. Auf der einen Seite Willi Lux, den Sie schon alle kennen, ja, und darüber hinaus im Film mehrmals gesehen haben, den Martin Skladal. Jetzt sieht er wirklich ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen rasierter, ja. Ja, deswegen. Und den Lukas Bartz, vielen Dank, dass ihr mit bei mir hier auf der Bühne seid. Herr Lux, mit Ihnen fange ich gerne an. Von Ihnen stammt ja der zitierte Satz, den da Dr. König am Anfang sagte: Das Schweißen und das Singen, das kann man nicht erzwingen, dazu muss man geboren sein. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie gut können Sie singen und wie gut können Sie schweißen? Wissen Sie, erstens, der Satz ist nicht von mir. Das ist ein übertragener Satz in der IMO Merseburg. Und zwar ganz einfach, weil das Schweißen vor allen Dingen in den Stählen, in denen IMO Merseburg gearbeitet hat, was ganz, ganz Sensibles ist. Die Elektrode oder den Schweißdraht zu führen, die entsprechende Wärme dazu zu geben, eine saubere, schöne Wurzel zu schweißen, keine Poren drinnen zu lassen in der Schweißnadel. Das ist Kunst. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist Kunst, und die muss man erlernen. Man muss dazu eine Begabung haben. Und wenn man das alles, natürlich muss man auch wollen, man muss fleißig sein. Und wenn man das alles zusammen hat, dann wird man ein guter Schweißer. So wie bei IMO Merseburg, viele, viele waren. Das haben Sie wunderschön gesagt. Ich war immer wieder erstaunt, auch mit welcher Begeisterung dann in dem Augenblick die Kolleginnen und Kollegen, auch als wir den Film gedreht haben, immer wieder gesagt haben, ja, ich mach das nochmal. Oder als dann Jenny gefilmt wurde und gesagt, im Schluss, ich sage, hey, super geiler Dreh, kam super genial rüber, und sie sagte, nee, das war scheiße, da habe ich in dem Augenblick einen Fehler gemacht. Ich sage, das war wirklich, also ist ja wirklich, mit Herzblut sind da alle dabei, ne? Wissen Sie, wir haben sehr, sehr viel Augenmerk auf das Schweißen gelegt. Ich habe ja schon im Film betont,
Die Schweißnaht ist ein sensibler Teil einer Chemieanlage. Und deshalb war für uns wichtig, zwei Abteilungen einer besonderen Bedeutung beizumessen. Das ist einmal die Abteilung Schweißtechnik mit unserem Abteilungsleiter Herrn Lindner, der ja auch im Film mitgewirkt hat. Und dann natürlich auch, dass die Schweißtechnik überwacht werden musste. Das heißt, unsere Qualitätsstelle durch unseren Abteilungsleiter, den Herrn Kunert, und der Abteilungsleiter für Qualitätssicherung, der unterstand direkt dem Direktor des Kombinatsbetriebes. Das heißt, ich hatte direkten Einfluss auf die Qualität des Unternehmens und wir haben Vorlagen erarbeitet über Qualitätssicherung, über schweißtechnische Probleme und, und. Und das war immer unser Aushängeschild. Schweißen war für uns ein ganz, ganz wichtiges Produkt. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie dieses Thema Schweißen, diese Herausforderung ja perfekt gemeistert haben. Dann war im Film aber auch die Rede von der Herausforderung, die die IMO dann hatte im Wechsel des Wirtschaftssystems. Was war da, Sie haben es ein bisschen angedeutet im Film, was waren so die größten Herausforderungen? Wissen Sie, das ist ein abendfüllendes Programm. Okay, vielleicht ein bisschen kürzer. Wenn man das Jahr 1989 nimmt und man betrachtet die Wende, dann sage ich, ist unbedingt zu nennen, der Umgang mit dem kaufmännischen Denken, mit dem ökonomischen Denken. Wir waren IMO Merseburg ein zentral geleitetes Unternehmen, VEB IMO Merseburg. Wir gehörten zur VVB Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma. In dem waren noch über 10 weitere Kombinatsbetriebe integriert. Und die Kombinatsbetriebe hatten dann noch Unterbetriebe, Betriebsbetriebe, so zum Beispiel der Direktionsbereich Apparatebau bei IMO Merseburg, in dem der Herr Hansch tätig war. Und wir waren geleitet und hatten jedes Jahr einen Abschluss. Der Abschluss hieß, wir haben am 1.1. angefangen und am 31.12. war das Jahr zu Ende und somit auch das ökonomische Ergebnis. Es wurde nichts mitgenommen, es wurde nichts zurückgegeben, sondern es war am Ende. Wir haben am 1.1. des nächsten Jahres wieder bei 1 angefangen. Und das war, egal ob man positiv gearbeitet hat oder nicht. Hat man negativ gearbeitet, wurde ein anderer Kombinatsbetrieb dazu verwendet, um das Negative auszugleichen. Hat man positiv gearbeitet, hat man mitgeholfen, einen anderen Betrieb zu helfen. Das heißt, es kam darauf an, dass das zentrale Kombinat eine Null bzw. ein positives Ergebnis erzielt hat. Das war vor der Wende. Nach der Wende begann das andere System, das System der freien Marktwirtschaft. Es begann der 1.1.1991, aber am 31.12.1991 war das Jahr nicht zu Ende. Die rote Zahl wurde fortgeschrieben. Das heißt, Liquidität und kapazitive Auslastung und die Bilanz musste im Einklang sein. Und wenn man die Dinge verstanden hat, durch die anderen Begebenheiten der Arbeit in Einklang zu bringen, dann hat man erfolgreich gearbeitet. Und ich habe ja vorhin schon zum Ausdruck gebracht, die ersten 3 Jahre waren sehr harte Arbeit. Waren harte Jahre, weil wir es durch unsere Größe und durch unsere Anpassung
und durch viele Dinge, die durch die Wende entstanden sind, nicht geschafft haben, eine schwarze Zahl zu schreiben und das Ergebnis positiv zu gestalten. Wir haben aber immer so viel Liquidität gehabt, dass wir unsere Leute regelmäßig mit ihrem Lohn begleichen konnten. Kein Mitarbeiter des Unternehmens Imo Merseburg hat selbst nach der Wende auf einen Tag des Lohnes gewartet. Pünktlich zum gegebenen Termin war die Lohnzahlung auf dem Konto der Mitarbeiter des Unternehmens. Und das war ein Verdienst eines Kollektives. Eines Kollektives, das zusammengehalten hat. Ein Kollektiv, das wollte, dass es mit Imo Merseburg weitergeht. Und dieser Wille und diese Bereitschaft, alles zu tun für das Unternehmen, hat eben dazu beigeführt, dass wir heute, so wie wir hier sitzen und stehen, unsere 70 Jahre Imo Merseburg feiern können. Der Einsatz und die Bereitschaft, auf das Maximum zu gehen. Vielleicht eine ganz kurze Frage und damit wir am Zeitplan eine kurze Antwort. Als Sie für die Raffinerie in Leuna in Paris präsentiert hatten, mussten Sie ja vor Franzosen präsentieren. Haben Sie da Französisch gelernt? Est-ce que vous avez présenté en français? Oh no. wissen Sie, ich hatte einen Mitarbeiter. Auch er sitzt unter uns, das ist Herr Häusler-Klaus. Er war Technologe in unserer technischen Abteilung, konnte und kann noch perfekt Englisch. Und er war meine rechte Hand. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, Klaus, das Wesentliche bitte. Und Klaus hat mir das Wesentliche übersetzt. Und ich habe dort die Übersetzung von Herrn Häusler immer während der Besprechung, wie wir uns präsentiert haben, verfolgt. Und ich habe festgestellt, dass unser Thema, dass unser Englischsprechender nicht so vorgetragen hat, wie sich das die Herren vorgestellt haben. Und dann während der Besprechung habe ich dann mir gesagt, Lux, du musst versuchen, hier einzugreifen. Hier muss eine Philosophie her. Und zwar die Philosophie, die die Herren von dem Konsortium, der Realisierenden von der Raffinerie, überzeugt, dass sie die IMO auch moralisch, nicht nur fachlich, sondern auch moralisch mitnehmen müssen. Und ich habe natürlich bescheiden angefangen, indem ich gesagt habe, meine Herren, wir sind nicht hergekommen, um von Ihnen eine komplette Anlage zu kriegen. Vakuumdestillation oder Hydrospaltanlage oder den FCC-Komplex. Wir möchten uns nur bei der Raffinerie beweisen. Und zwar, wir könnten uns vorstellen, für Sie natürlich im Wettbewerb die Rohrbrücken zu realisieren. Oder ein Tanklager. Wir trauen uns das zu, weil wir dazu mit unserer Mannschaft in der Lage sind. Und wir würden auch gern Ihnen mithelfen, die Anlage termin- und qualitätsgerecht zu realisieren. Und für Sie als Auftraggeber wäre doch nichts Schöneres, wie wenn Sie ein Unternehmen wie Imo Merseburg aus dem Territorium mitnehmen würden und Sie dokumentieren könnten, dass Sie sich für die Arbeitsplätze hier im Territorium mit einsetzen
und Imo Merseburg als Aushängeschild der Mitnahme eines Unternehmens aus dem Territorium bei dieser großen Investition mitnehmen. Ich sage, und dafür wird Ihnen noch der Herr Dr. Kohl danken. So, damit war aus meiner Sicht der Bann gebrochen und es entstand eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft, muss ich sagen, vom Beginn des ersten Tages, der Realisierung bis zum Ende. Imo hat die erste Schweißnaht geschweißt. Die Tat ist in der Presse erschienen. Und Imo Merseburg war das erste Unternehmen, das die komplette Dokumentation, die technische Dokumentation mit allen dazugehörigen Qualitätsdokumenten übergeben hat und natürlich auch damit das erste Geld auf dem Konto von der Realisierung der Raffinerie hat. Eine Bemerkung noch. Herr Häusler und ich, wir fuhren nach Paris zur Vertragsunterzeichnung. Tja, 24 Mappen. Da saßen zwei Herren aus Merseburg, glücklich, dass sie den Auftrag bekommen haben. Aber nun standen die Mappen da. Die mussten paraffiert werden. Herr Häusler guckt mich an und ich sage, Klaus, unterschreiben. Was soll man tun? Was soll man tun? Es wird doch sicher nicht bei einer solchen Investition wegen Imo Merseburg eine Seite geändert oder eine Zeile. Entweder mitspielen oder nicht mitspielen. Vertrauen haben zu sich selber und auch zu den anderen, dass er fair spielt, dass er zusammen an der Realisierung der Anlage interessiert ist. Nichts ist schöner, wie einen zufriedenen Kunden zu sehen, der die Anlage zur qualitätsgerecht und termingerecht übergeben bekommen hat und ein Nachauftragnehmer, der sein Konto mit einer schwarzen Zahl bei der Realisierung eines Objektes beenden kann. Das haben Sie sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Martin, du hast deine Ausbildung bei der IMO begonnen. Wir haben das im Film gesehen. Jetzt bist du Chef. Wie ist das so, durch die Hallen zu gehen in der Situation deiner Jugend, im wahrsten Sinne des Wortes? Wobei, so alt bist du noch wieder nicht, ne? Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Ich bin ja noch relativ jung und ich hoffe auch, die Zukunft noch weiter mitzugestalten bei der IMO und auch noch 100 Jahre hier zu feiern. Natürlich zu deiner Frage, man wird schon nostalgisch, wenn man durch die Hallen geht. Mich freut es auch immer wieder, die jungen Menschen zu begrüßen bei uns, unsere Lehrlinge, die dann auch zu uns rüberkommen. Auch diesmal konnten wir wieder 100% Übernahmequote für uns sichern. Das steht auch dafür, dass wir einen fairen Umgang haben, dass wir diesen Teamgeist auch unseren Auszubildenden rüberbringen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und durch die Hallen, also man wird immer wieder nostalgisch und noch mal jünger und würde gerne noch mal die Lehre machen, natürlich. Das hast du sehr schön gesagt. Der eine Kollege, der auch im Film war, der eine Azubi, der hat es übrigens geschafft, der hat seinen Realschulabschluss gemacht. Ich habe ihn jetzt vor zwei Wochen wieder gesehen und hat jetzt seinen Meisterbrief und alle Schweißbriefe bekommen und hat tatsächlich gesagt, jetzt überlegt er wirklich Meister zu werden in dem Augenblick bei der IMO. Finde ich wirklich eine ganz tolle Geschichte, wie das ist. Aber wie war das bei dir, als du dann durch diese Hallen damals zum ersten Mal reingekommen? Hast du gleich gesagt, hier will ich Chef werden oder wie war das? Nein, das auf keinen Fall. Also Chef war damals nicht meine Intention. Meine Intention war, das Handwerk zu erlernen. IMO war natürlich in der Gegend sehr bekannt, war ein großes Unternehmen. Und die Familie hat einen dann halt aufgenommen. Auch im Publikum ist der Herr Winter, der für mich mein Ziehvater eigentlich war. Er hat schon im zweiten Lehrjahr mich rausgezogen und mit den Worten, du kannst dich jetzt mal von deiner Mamas Brust abnabeln. Und dann ging es auf die Baustelle nach Stade. Und ich fand es gut, den Weg. Man wurde geschoben in eine gewisse Richtung und hatte aber den Freiraum, sich zu entwickeln. Verantwortung habe ich schon immer auch an mich genommen und auch getragen. Von daher sehe ich mich aber trotzdem nicht als Geschäftsführer oder Chef. Ich sehe mich mehr als Teamleiter.
der das Team dirigiert und versucht, dem Team Auffangnetz irgendwo zu bieten und dass man zusammen das schafft. Wie der Herr Lux auch schon sagte, nicht nur das Team der IMO zählt, eigentlich das Team des gesamten Projektes, die daran tätig sind, sind sehr wichtig. Und das ist für mich auch wichtig, die Partnerschaft mit Parallelunternehmen, die mitarbeiten, mitwirken an Projekten, genauso wie an Planungsbüros, Endkunden, kaufmännische Abteilung, überall. Und natürlich die IMO-Kollegen bis jeder Schweißer ist enorm wichtig. Nicht nur das Management. Das Management versucht zu dirigieren, aber die Wichtigen sind die, die die Arbeit umsetzen, was draußen Eisen am Himmel heißt. Was heißt es? Eisen am Himmel. Eisen am Himmel. Okay, wieder was Neues gelernt in dem Augenblick. Ich sammle solche Begriffe in dem Augenblick. Als Marketingmensch kann man die immer hervorragend benutzen. Süli, darf man einen Post dafür machen. Ne? Eisen am Himmel. Die IMO ist ja jetzt wieder Teil einer größeren Gruppe, Teil der IMO, auch dort ist Teil der Robur. Auch dort ist das ganze Thema Partnerschaft, Kooperation, Kollaboration groß geschrieben. Ihr habt jetzt gerade ein neues Projekt gemacht mit in Brunsbüttel. Werden wir nachher auch einen kleinen Film dazu sehen. Wie ist das jetzt wieder so, Teil einer großen Gruppe zu sein? Die Gruppe war ja schon immer groß. Jetzt sind wir noch größer. Das freut mich. Ungemein, gerade weil die Gruppe diese Partnerschaft, wie du gesagt hast, pflegt und das merkt man immer mehr und man auf Erfahrungen weltweit noch mehr zurückgreifen kann und sich da auch austauscht, auch in anderen Branchen, andere Kunden kennenlernt, wie da geplant wird, wie die Umsetzung sind, wer seine Schwierigkeiten hat. Jeder hat seine Schwierigkeiten, aber gemeinsam kann man die immer am besten lösen und das finde ich in der Gruppe wirklich toll. Vielen Dank, Martin. Lukas, du bist Vorrichter bei der IMO, das Küken in der Runde, zumindest was die, was die Zeit in der IMO angeht. 6-7 Jahre, hast du gesagt, bist du dabei. Wie fühlt es sich als Jüngster, als Teil eines Unternehmens mit so einer Historie zu sein? Also ist man da ehrfürchtig oder wie ist man da? Nee, natürlich, man wird auf jeden Fall gut aufgenommen und man geht als Team dann voran. Also ich fühle mich da jetzt nicht anders behandelt wie die anderen auch. Aber hast du da Respekt davor, weil nach dem Motto, ups, da ist ein Unternehmen mit 70 Jahren Geschichte und was ich jetzt tue dort, beeinflusst die nächsten 70 Jahre? Um es kurz zu fassen, nicht wirklich, nein. Aber du hast ja, im Film haben wir das gesehen gehabt, mit dem Orbitalschweißen, was du ja gemacht hast, auch ein bisschen Zukunft gestaltet, ja? Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Mir wurde die Frage gestellt, ob ich daran Interesse hätte und ich habe das eingewilligt und dann hat es seinen Weg gegangen, wurde mit aufgenommen, kamen Leute und die haben uns das beigebracht und dann ging es seinen Weg halt. Jetzt bringst du es anderen Leuten bei. Ich versuche es auf jeden Fall dann. Ja, das ist ja schön. Eine Frage in Richtung Zukunft. Im Film haben wir das auch gesehen gehabt, das Thema Orbitalschweißen. Hat das noch was mit echtem Schweißen zu tun? Weil du hast am Computer ein bisschen was eingestellt, eine Klappe hin und wieder mal aufgemacht, aber... Das hat schon was mit dem alltäglichen Arbeiten zu tun, was wir zurzeit auch machen, weil man muss die Rohre auch vorbereiten und alles Mögliche und abheften, aber im Endeffekt macht dann die Maschine ihren Job. Okay, und wenn du das so siehst, würdest du sagen, dass dein Job irgendwann mal von einem Roboter übernommen wird, oder... Ich glaube eher nicht, weil diese Feinfühligkeiten für die gewissen Arbeiten, das kann niemals eine Maschine übernehmen, so an sich. Auch das auf der Rohrbrücke und ein Roboter wird das nicht ersetzen können. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Damit würde ich ganz gerne weitermachen. Vielen Dank an den Herrn Lux für das kurze Gespräch. Vielen Dank an Martin, vielen Dank an Lukas für die Einblicke, auch für die historischen Einblicke nochmal aus erster Hand auf die Weiterentwicklung und tatsächlich auf die Zukunft. Ich glaube auch nicht, dass ein Roboter das übernehmen wird, weil mein Bild ist immer, was ich in diesem Augenblick habe, Sie müssen einfach mal Science-Fiction-Filme angucken, ja? Und nicht nur Star Trek und Raumschiff Enterprise, sondern auch tatsächlich alle anderen Filme. Und was man dort immer sieht, also immer an jeder Raumstation, in jedem Weltall und jeder Galaxie, sind Menschen oder Aliens oder wie gesagt auf jeden Fall Wesen, die schweißen, interessanterweise. Müssen Sie wirklich mal beobachten und nicht nur seitdem ich bei der IMO bin, ist mir das aufgefallen. Man sieht es tatsächlich immer und nicht Roboter, es sind tatsächlich menschliche oder Wesen, die in dem Augenblick irgendwo was zusammenbauen und deswegen glaube ich auch, Roboter werden uns wie bei der Orbitaltechnik immer beim Orbitalschweißen helfen, aber am Ende zählt es dieser Mensch, der dann dieses
fühlt und die entsprechende Sache macht. Und Jenny hat es damals formuliert, ich glaube nicht, dass da ein Roboter in dem Augenblick den Matsch rumkriegt, das macht lieber ich. Insofern, vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt den Bogen spannen, Moment, Sie dürfen sofort aufstehen, kleiner Augenblick. Bevor wir jetzt den Bogen spannen von den Stärken der Vergangenheit und der heutigen Zeit in die Chancen der Zukunft, möchten wir Ihnen genau einen kleinen Einblick in dieses Projekt bieten, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, das Thema LNG-Terminal im Elbhafen von Brunsbüttel. Vor 2 Wochen ist tatsächlich das erste Schiff angekommen und was ich gelernt habe, vorgestern ist tatsächlich auch das erste Gas durchgeleitet worden in dem Augenblick. An diesem Projekt waren die Kollegen der IMO, der GESA und der SNG beteiligt. Und wir haben dazu einen kleinen Film gedreht und den wollen wir Ihnen zeigen, während wir hier alles Weitere machen für die Inspiration und die Impulsvorträge. Vielen Dank, Film ab. Die größte Herausforderung für uns ist der Faktor Zeit, weil es einen sehr engen Terminplan gibt. Den würden wir gerne gemeinsam mit unserem Kunden einhalten und daran arbeiten wir hart. Everything is fine, but it's important. It's for safety issues, yeah? Fine. Es ist ein sehr kurzfristiges Projekt mit 80 Mitarbeitern vor Ort, wo wir eine große Rohölleitung aufbauen müssen, um das erste offizielle deutsche Tankschiff, was für LNG-Gas anlegen wird, so weit temporär vorzubereiten, dass wir die 4-5% Gas zusätzlich kriegen, die wir benötigen. Ich bin Mario Liebetrau, arbeite seit 2 Jahren bei der IMO. An dem Projekt sind von der Robur beteiligt die GESA, die SNG und die IMO Anlagenmontagen. Wir machen alle 3 zusammen, verlegen wir die kompletten Rohrleitungen, wir bauen die Anlage auf und dass die Robur selbst stolz drauf, dass sie das tun darf. Mein Name ist Matthias Müller, ich bin der Geschäftsführer der IMO Anlagenmontagen GmbH aus Merseburg. Morgen werden wir einen Schornstein aus Stahl, also eine Fackel, eine Gasfackel, mit einem Helikopter an Ort und Stelle bringen und montieren. This is out. Is the quality okay? It's okay. All right. This is not put on the trailer. On the trailer. This is 20 meters. Perfectly. So weit, dass das ausfahren, die 20 Meter? Klingt mir das dann aus? Der klingt aus. Also der Pilot muss sagen, ist es safe oder unsafe. Unser Direktorkunde ist Worley Parsons aus England. This Heli Swiss team. They are really good, so I can say it has been a pleasure working with them as well. Geklappt mit dem Lüfter, der war nur 10 Minuten ein bisschen später. Sehr, sehr gut. Die Crew war zufrieden, Worley, RWE, alle sind zufrieden. War ein guter Job vom ganzen Team und kann nur sagen, herzlichen Dank für das Team, für die tolle Arbeit. Everything is finished according the plan and we are now overwhelmed and proud that we did it. Und bin stolz auf mein Team, was wir bis jetzt geleistet haben und freue mich, dass wir diesen Job hier machen dürfen als Robur.
Vielen Dank. Nun darf ich den Dr. Ulrich Wendler begrüßen auf der Bühne. Herr Dr. Wendler ist Abteilungsleiter Synthese und Produktentwicklung am Fraunhofer Pilotanlagezentrum für Polymersynthese und Verarbeitung in Schkopau. Habe ich das richtig gesagt? Ja, gut, okay, das habe ich mir aufgeschrieben, deswegen wurde mir aufgeschrieben. Da ist ja Ihr Dings. Nach dem Studium der Chemie an der TU Clausthal und Promotion an der TU Berlin, habe ich hier stehen, begannen Sie zunächst als Verfahrenstechniker bei Linde. Und dann nach fast 20 Jahren Arbeit haben Sie am Fraunhofer Institut den Standort Schkopau mitgegründet und mit der IMO schon seit Jahren, vielen Jahren partnerschaftlich, wo Sie mit der IMO zusammenarbeiten. Insofern herzlich willkommen, die Bühne ist Ihre, die Kollegen hören zu. Ja, schönen guten Tag. Ich weiß, ich stehe zwei Vorträge zwischen Ihnen und dem Mittagessen. Ich werde mich beeilen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich der IMO zu ihren 70 Jahren gratulieren und hoffe, dass die 100 Jahre oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, dass das alles realistisch wird. Ich habe nicht bei der IMO gearbeitet. Ich habe keine Verwandtschaft bei der IMO. Ich hatte aber eine Patenbrigade. Gilt das auch? Gut, okay. Also... So, und ich bin 10 Jahre in Merseburg zur Schule gegangen, ich bin aber Schkopauer. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das würde ich Ihnen jetzt ganz gerne sagen, wir feiern zwar 70 Jahre IMO, wir sind hier am Schloss Schkopau. Und das Schloss Schkopau ist mindestens 808 Jahre alt, das war die erste Erwähnung, 1215. Wahrscheinlich ist es noch 275 Jahre älter, weil damals Heinrich der Erste und Otto der Erste damals die Verteidigungsanlage gegen die Ungarn aufgebaut hat. Also hier ganz, ganz ehrwürdig als Schkopauer darf ich das mal. Okay, was will ich Ihnen vorstellen? Erstmal ganz kurz logischerweise ein bisschen Werbung für uns selber machen, das Patz Schkopau vorstellen, was wir so machen, wieso, weshalb, warum. Ein bisschen was nachhaltige Kunststoff ist jetzt gerade ein ganz heißes Thema. Ein paar Projekte vorstellen und dann natürlich, wie läuft denn so was das tägliche Leben ab? Fangen wir erstmal an, was ist Fraunhofer? Fraunhofer gehört, hat es wahrscheinlich jeder schon mal. Fraunhofer hat inzwischen 30.000 Mitarbeiter. Wir haben ein Budget von fast noch 3 Milliarden Euro und haben, was haben wir jetzt gerade aktuell, 76 Institute. Die Zahl wackelt ab und zu mal ein bisschen. Es nur mal so zur Abstimmung, es gibt Fraunhofer, es gibt Max Planck, es gibt Helmholtz und es gibt Leibniz, das sind die 3, 4 großen Forschungsgemeinschaften in Deutschland. Die Fraunhofer Gesellschaft sind die Jungs für die angewandte Forschung. Max Planck macht die Grundlagenforschung, also wir machen die Patente, Max Planck macht die Nobelpreise, die Helmholtz Gesellschaft macht die Großforschungszentrum und was Leibniz so richtig macht, kann man ein bisschen diskutieren. Nein, die sind so ein bisschen Konkurrenz von uns. Ja? Gut. Das PATZ in Schkopau ist kein Institut, es ist eine gemeinsame Einrichtung von zwei Instituten. Die eine Mutter ist das IAP, das Institut für angewandte Polymerforschung. Wir haben einen schönen Sitz in Potsdam. Die andere Mutter ist das IMWS in Halle. Zusammen sind wir das Fraunhofer PATZ. Und was machen wir? Wir machen also Polymersynthese und Polymerverarbeitung im Pilotmaßstab. Was ist Pilotmaßstab? Man kann es über die Größe definieren, also nicht mehr Labor, noch nicht Industrie. Man kann es über die Funktionalität definieren, mache ich immer ganz gerne. Also unsere Anlagen, die wir haben, sind von der Technologie, von der Automatisierungsgrad eigentlich sehr vergleichbar mit Industrieanlagen, zumindest in der Haupttechnologie. Und wir stellen dann chemische Prozesse nach. Ja, die anderen, was vielleicht noch ganz wichtig sind, wir sind so eine Keimzelle, wir sind das erste Mal so, dass die Fraunhofer Gesellschaft ein bisschen größer geworden ist, also nicht mehr Labor, sondern eben wirklich, sagen wir mal 500 Liter, teilweise auch ein Kubikmeter und wir waren eine Keimzelle, jetzt gibt es in Leuna ein ähnliches Institut, die machen auf dem Gebiet der biologischen Verfahrenstechnik, sind die unterwegs, aber die haben sich das von uns abgeguckt, aber wir waren die Ersten. Gut, wo wir sind, Plastodelast aus Schkopau muss ich jetzt nicht so erzählen. Wir haben damals uns überlegt, vom Standort her haben wir uns für Schkopau entschieden. Ja, hat vielleicht auch ein bisschen was mit mir zu tun. Ich wollte auch heute mit einem T-Shirt kommen, hat mir dann aber doch ein Hemd angezogen. Also so ein T-Shirt habe ich selbstverständlich aus. Und ganz, ganz wichtig, wer wir hier in Schkopau sind, in Buna, 1937 weltweit der erste Synthese-Kautschuk, das war hier in Schkopau gemacht. Also wirklich weltweit, kann man ein bisschen stolz drauf machen, gibt es ja immer noch. So, was machen wir hier im Bereich des Pilotanlagenzentrums? Ich beschränke mich jetzt ein bisschen über meinen Teil, das ist also die Synthese. Wir haben diverse Syntheselinien. Wir bilden so ziemlich alles auf, was im Gebiet der Polymersynthese gemacht wird. Mit einer Ausnahme, das ist die Hochdruckgeschichte. Da gibt es also einen Leuna von der Daune-Anlage, das läuft bei 2.500 Bar. Das haben wir uns nicht ans Bein gebunden, also unsere Anlagen können das nicht. Aber ansonsten kommen wir so ganz schön viel. Ja, also wir sind hochmodern, wir sind jetzt 2005 gegründet worden, sind extrem flexibel und können natürlich auch unterschiedliche Produkte. Hier mal ein Beispiel für eine Anlage, das ist eine Lösungskautschuksanlage. Warum Lösungskautschuk? Jetzt würde ich hier ganz gerne mit der Maus rumspielen.
Lösungskautschuk ist ein wichtiges Produkt im Reifen. Jeder Mensch, der ein etwas stärker motorisiertes Fahrzeug fährt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sogenannten Lösungskautschuk auf der Lauffläche obendrauf. Das ist noch eine relativ neue Geschichte. Das hat Michelin Anfang der 90er ist damit auf den Markt gekommen, hat also eine chemische Technologie genommen, wo alle Leute gesagt haben, das ist total kompliziert, das ist hochrein, das ist also eigentlich mittlerer Wahnsinn. Und Michelin hat es auf den Markt gebracht. Und warum haben sie es auf den Markt gebracht? Weil ein Reifen ein ganz besonderes Gut ist. Oder Kautschuk ist ein ganz besonderes Gut. Der hat nämlich einen Haufen Zielkonflikte. Wenn Sie einen Reifen konstruieren wollen, wollen Sie auf der einen Seite möglichst wenig Sprit verbrauchen, auf der anderen Seite soll er richtig gut bremsen und dann soll er noch möglichst lange halten. Das habe ich hier in dem Dreieck. Und es ist unwahrscheinlich einfach, einen Reifen zu bauen, der unwahrscheinlich guten Rollwiderstand hat. Es ist aber unwahrscheinlich schwierig, einen Reifen zu bauen, der einen guten Rollwiderstand hat und ein gutes Nassbremsverhalten. Ein gutes Nassbremsverhalten ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie vorhin bei Regen vor sich die Bremsleuchten Ihres Vorgängers auftauchen lassen, wollen Sie natürlich möglichst vor dessen Stoßstange zum Stehen kommen. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten früher den sogenannten Emissionscoucher, den gibt es immer noch im preiswerten Segment, und die Firma Michelin hat ganz einfach jetzt den Trick gemacht, die hat den Zielkonflikt nicht entschärft, die hat das Dreieck ganz einfach größer gemacht. Das heißt, der Zielkonflikt ist immer noch da, aber das Dreieck ist größer geworden und den Reifen Menschen, der Goodyear, der Conti, wie sie auch immer halten, haben jetzt ganz einfach mehr Möglichkeiten, den Zielkonflikt, also sagen wir mal, zu optimieren, und der Reifen ist ganz einfach besser geworden. Das ist für uns ganz toll interessant, da ist nämlich jetzt die Technologie und die Chemie noch ziemlich neu. Chemie ist also, ja, da gibt es noch richtig chemische Entwicklung und natürlich, wenn es chemische Entwicklung gibt, gibt es noch die Technologie und da freut sich natürlich der Polymerchemiker drum, weil er sich da austoben kann. So sieht sowas aus, da haben Sie mal eine Vorstellung, das sind also der Hauptreaktor 600 Liter, die Plenttanks sind 2,4 Kubikmeter. Gut, jetzt mal ganz kurz schnell drüber, was machen wir? Wir haben also 600 Quadratmeter Grundfläche, haben gerade noch eine zweite Halle spendiert bekommen von der Gesellschaft, haben drei Ebenen, bewegen uns natürlich logischerweise in der Pilotanlage, ist eben nicht mehr Labor. Wir haben die ganzen gesetzlichen Rahmenrichtlinien zu machen, die jeder chemische Betrieb braucht. Es gibt da leider keine Ausnahmen mehr. Es gab früher mal so ein Technikumsgesetz, wo man so ein bisschen Freiheitsgrad hat, gibt es nicht mehr. Bei uns gilt voll die ATEX, bei uns gilt voll die Druckgeräterichtlinie. Das gilt das Wasserhaushaltsgesetz, das heißt, das ist unser tägliches Business. Es ist alles bei uns ein bisschen kleiner, wir sind nicht nach BIMSCH, wir sind nach § 15 Baurecht genehmigt. Das macht uns das Leben ein bisschen leichter, aber ansonsten gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden. Machen wir alles, können wir alles. Vielleicht für die Leute, die bei uns mal vorbeikommen wollen, wir haben also Reaktorengrößen bis reichlichen Kubikmeter, wir haben Drücke, beherrschen wir bis 100 Bar. Nach unten hin kann man, wir beherrschen auch Vakuum von 1 Millibar, also 1 Millibar Abs, also das ist schon nicht so ganz schlecht. Ja, also sind wir ein bisschen stolz drauf. Muss man auch wieder relativieren, es gibt hier einen großen Hersteller von PET hier am Standort, der macht das großtechnisch in, keine Ahnung, ich sag mal in 70 Kubikmeter Reaktoren. Da macht er auch dieses 1 Millibar Vakuum, schafft er auch, aber wir schaffen es eben auch. Ja, und wir können kontinuierlichen Betrieb und vor allen Dingen können wir natürlich, wir haben die Zulassung, dass wir mit allen Chemikalien rumspielen dürfen. Ganz, ganz wichtig, jetzt will ich jetzt hier nicht langweilig mit, was wir alles können, wie toll wir sind, aber Sie sehen, dass wir ganz toll sind. Was ist also die Story bei uns? Die Story ist, wir sind extrem breit technologisch aufgestellt. Das hat einen wahnsinnigen Vorteil, wir können dann so konjunkturelle Schwankungen ganz gut ausgleichen, weil wenn das eine Business nicht läuft, dann läuft vielleicht das Polyamid oder das läuft der Kautschuk oder es läuft der Polyesterbereich. Damit können wir natürlich ganz gut klarkommen mit der Breite. Wir haben natürlich jetzt alle, wie wahrscheinlich hier viele Leute im Raum, ein bisschen Sorge vor der nächsten wirtschaftlichen Entwicklung, weil externe Forschung ist natürlich so ziemlich das Erste, was ein Kunde nach unten fährt, wenn es einem nicht so gut geht. Deswegen haben wir da so unsere Befürchtung, aber deswegen eben diese breite Aufstellerei. Diese breite Aufstellerei hat den Vorteil, dass wir natürlich sagen wir mal, die wirtschaftlichen Risiken minimieren können. Es hat natürlich aber den Nachteil, dass wir natürlich auf diesen vielen Hochzeiten in der Technologie rumtanzen können. Das können wir ganz gut. Materialtechnisch kann man das nicht. Schafft man sich, muss man sich auf irgendwas spezialisieren. Ja? Deswegen ist also unsere Story die Maßstabsübertragung, die Prozessentwicklung und in zwei Feldern so ein bisschen Produktentwicklung. Wer sind unsere Kunden? Was tun wir? Machen also Auftragssynthese, ganz typischer Fall. Ein Kunde hat irgendwas schick im Labor entwickelt, 100 Gramm, toll, ein tolles Produkt, ein bisschen dran rumgezogen, sieht gut aus. Und sein Kunde will dann aber mal irgendwie eine Palette an Granulat auf dem Tisch stehen haben.
Und das ist also so ein Punkt, den wir machen. Materialwissenschaft ist natürlich Struktureigenschaftsbeziehung, ist immer dieses schöne Wort. Machen wir aber momentan gerade richtig, wirklich in einem öffentlich geförderten Projekt, komme ich nachher gleich noch zu. Und was natürlich so die richtig, was so richtig Spaß macht, ist die Prozessentwicklung. Das heißt, der Kunde kommt mit einem Laborprozess, sein Kunde hat gesagt, toll, das Produkt möchte ich haben. Und im Idealfall hat er die Technologie noch nicht und die entwickeln wir mit dem gemeinsam. Passiert, haben wir gemacht, haben wir auch für große deutsche Chemieunternehmen schon gemacht. Das sind also auch unsere Kunden, die Polymerhersteller und auf der anderen Seite auch die Polymerverarbeiter, Zulieferer oder auch die Ingenieurunternehmen. Also Kernkompetenz, Maßstabsübertragung, natürlich ganz klar Maßstabsübertragung vom Kleinen, also vom Labor über die Pilotanlage das Große, das ist natürlich der normale Weg. Aber manchmal ist es auch wichtig, von der großen Anlage zu kommen und zu sagen, okay, wie mache ich die Versuche so, dass diese Versuche, die ich dann im Labor mache oder in der Pilotanlage, auch Aussage hat für die große Geschichte. Also das auch mal andersrum. Also eher selten, aber auch der Fall. Und was man da verkehrt machen kann, so sollte man es nicht machen. Seien Sie versichert, wir kriegen das auch anders hin. Projektarbeit in der Pilotanlage ist es eben relativ kurzlaufende Projekte. Das ist im wissenschaftlichen Institut ein bisschen ungewöhnlich. Unsere Lauflänge, unsere Projekte sind, sagen wir mal, immer sehr kurz, 14 Tage, 3 Monate. Nicht wie öffentlich geförderte Projekte, die ja häufig über 3 Jahre gehen. Das ist eben eine ganz andere Story. Der andere Punkt ist, wenn der Kunde kommt, hat er eine ganz konkrete Vorstellung, wie deine Chemie aussieht. Die ist halt gefixt. Ja, er will ja was im Produkt herstellen. Aber wie das kommt, ist teilweise noch total offen. Also es gibt auch Kunden, die kommen mit sehr exakten Vorstellungen, was die Technologie betrifft. Aber es gibt auch das andere Extrem, dass der Kunde sagt, naja, im Labor hat es geklappt, jetzt seht mal zu, wie er das zum Laufen kriegt. Das kann ich sagen, macht eigentlich mehr Spaß, wenn es auch natürlich deutlich risikobehafteter ist. Jetzt die Aufgaben, wir müssen dann also natürlich dann logischerweise dann gucken, wie wir die Technologie abbilden können, welche vorhandenen Ausrüstung wir nehmen und wie das dann funktioniert, sind als Betreiber natürlich für die Sicherheitskonzept, für die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien zuständig, ja, haben also da uns drum zu kümmern und ja, und Schichtarbeit natürlich auch, wobei wir das ein bisschen versuchen zu vermeiden. Wir machen also nicht 24-7, sondern wir haben so ein Schichtmodell 24-5, das sind 120 Stunden, das ist meistens ausreichend, manchmal nicht, dann müssen wir auch mal den sauren Apfelbetzen länger zu machen. Aber wir haben bloß ein 3-Schicht-Modell, deswegen ist alles, was über 5 Tage geht, ganz einfach schwer leistbar für uns, weil wir ganz einfach die Schichten nicht vollkriegen. Schlichtweg Personalproblem. Gut, ja, nochmal again, Technologie, Scale-up und Betrieb von Pilotanlagen, das ist und das, was wir machen und womit wir unser Geld verdienen und toi, toi, toi. In den letzten Jahren auch sehr ordentlich, sehr gut. Drücken wir mal gemeinsam die Daumen, dass die Konjunktur keine komischen Sachen macht und dass das uns auch allen gemeinsam hier noch weiterhin ganz gut geht. Mal ganz kurz Projekte, über die meisten Projekte darf ich nicht sprechen. Die Niederländer, die Firma DSM ist ganz am Anfang zu uns gekommen, hat also quasi gesagt, könnt ihr da was für uns was machen? Haben wir gesagt, natürlich, dafür sind wir ja da. Wir haben also quasi unsere Bestandstechnologie genommen, haben da unten ganz am Ende eine Technologie, die der Kunde entwickelt haben wollte, beigestellt, über die kann ich nicht reden, und haben dann die Versuche gemacht und haben also ungefähr 2,5 Tonnen Präpolymer gemacht. Das Produkt ist jetzt kommerziell und es gab da auf der K, was war das, 2008 gab es eine Ankündigung, dass eben das PAT 4T, also mit auch teilaromatisches Polyamid, jetzt kommerzialisiert wird und die Kunden bemustert werden. Und dreimal durfte raten, wo die Produktbemusterungssachen herkamen. Die kamen ganz einfach aus Skopa. Sind wir ganz stolz drauf gewesen. Anderes Projekt mit einem großen deutschen Chemieunternehmen. Kann ich drüber reden, weil die BASF sich das ganz heftig hat fördern lassen vom Bundesministerium für Forschung. Die müssen drüber reden, da darf ich auch drüber reden. Haben wir also ein Copolymer aus CO2 und Propylenoxid gemacht. Ich fürchte, das CO2, was da eingebaut wird, wird unser CO2-Problem nicht so ganz dolle lösen, aber es ist natürlich ein ganz guter Marketing-Gag, ja, dass man jetzt also denkt, und da haben wir also für die BASF das Produkt gemacht. Es ist bioabbaubar, hat eine gute CO2-Bilanz. Was haben wir gemacht? Wir haben also verschiedene Bestandsapparate genommen, haben die
Wir brauchten dann 100 Bar Apparat, deswegen haben wir unser Nitrierapparat gemacht, der hat eine Druckstufe von 100 Bar, haben wir kombiniert mit zwei Plant-Tanks aus der Kautschuklinie, aus der Lösungspolymerisationslinie, haben die zusammengeschaltet, was ursprünglich nicht vorgesehen haben, und haben dann also die Technologie aufgebaut, hat gut funktioniert, mussten hier noch ein bisschen rumspülen, haben hier einen Rührer ausgelegt, das ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft, aber da der Rührer oben eine Magnetkupplung hatte und Drehmoment limitiert war, musste man da doch ein bisschen drüber nachdenken. Üblicherweise nimmt man bei Polymersystemen natürlich Ankerrührer oder Wendelrührer. Kann ich Ihnen sagen, hätte mit dem Drehmoment nicht geklappt. Wir sind auf dem Intermix-System eingestellt. Das Intermix-System ist das System, was beim geringsten Drehmoment die meiste Ruheenergie in das System reinkriegt. Können Sie sich mal merken, wenn Sie mal Probleme mit einer Magnetkupplung haben. Intermix ist die Lösung. Ein anderes Problem war, dass wir natürlich Propylenoxid in der Anlage, Propylenoxid ist extrem exotherm, wenn das durchgeht. Kein Mensch hat diese Reaktion jemals gesehen, aber wir konnten sie natürlich auch nicht ausschließen. Ja, also haben wir also eine Sicherheitsbetrachtung gemacht, was passiert, wenn also unser Propylenoxid, was da ja in ernstzunehmenden Mengen im Reaktor war ein satzweiser Prozess, wenn das durchgeht, haben wir eine Berechnung gemacht. Das war ein bisschen schwierig, weil man auch noch CO2 im System hatte. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben also zwar nur eine ganz kurze Zeit, wenn wir die 100 Bar Druckstufe halten wollen, Temperatur steigt, der Druck steigt und irgendwann ist der Reaktordruck oberhalb der Auslegung des Reaktors. Was muss man machen? Man muss jetzt eine Druckentlastungseinrichtung vorsehen, die das schafft. Das ist zwar bloß ganz kurz, aber es sind 13 Tonnen die Stunde. Und es ist vor allen Dingen dreiphasiges Gemisch. Und wer sich ein bisschen auskennt, dreiphasige Gemische durch irgendwelche Druckentlastungseinrichtungen zu führen, ist auch noch ein Thema für sich. Wir hatten ursprünglich ein 15er Sicherheitsventil drauf, haben wir gemeinsam mit dem TÜV entschieden, ist nicht ausreichend, haben uns dann für eine 40er Berstscheibe entschieden, also gemeinsam mit dem TÜV war das natürlich eine Abstimmung. So, hatten da viele erfolgreiche Folgeprojekte und Startkampagnen und waren natürlich stolz, mit dem größten deutschen Chemieunternehmen Projekte zu machen. So, jetzt gibt es noch eine Sache im Maßstabsübertrag. Kunde darf ich nicht reden, über die Chemie darf ich auch nicht reden. Wir wollten also in unseren Scheibenreaktor rein, der hat 1,25 Kubikmeter, ist zwar jetzt nicht wirklich groß, die Equipolymers würde drüber lachen, für uns ist er ganz schön groß. Haben wir erstmal gesagt, okay, bevor wir da reingehen, machen wir das Ding nochmal in Nummer klein. Der sieht ganz niedlich aus, hat 11 Liter. Was ganz, ganz wichtig ist, der hat vorne ein Schauglas, und zwar ein doppeltes Schauglas. Warum doppelt? Weil wir arbeiten da bei über 200 Grad, und bei 200 Grad muss man ganz einfach die Schaugläser beheizen, weil wenn wir die nicht beheizen, weckt das Schauglas zu, dann kann man es sich auch gleich sparen. Deswegen sind das also zwei Schaugläser, und zwischen den Schaugläsern fließt heißes Öl, möglichst farblos, Silikonöl. Wenn das eine Weile gelaufen ist, ist es dann auch nicht mehr wirklich farblos, aber man konnte reingucken. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir also jetzt quasi Machbarkeitsstudien gemacht. Wir haben also jetzt die Viskositäten sind relativiert, damit ich nicht zu viel verrate wegen des Kunden. Sie fangen an mit einem ganz dünnflüssigen System, also nicht wahnsinnig weit weg von Wasser. Und Sie sehen dann, dass Sie im Laufe des Prozesses die Viskosität nach oben gehen und sich die Polymerlösung oder die Polymerschmelze, Entschuldigung, das ist eine Schmelze, A, auf die Scheibe aufzieht und B, so, sich so mit der Drehzahl ein bisschen nach oben verschiebt. Das ist das, was also in Käfigreaktoren oder Scheibenreaktoren auch funktioniert. Haben da ein paar Experimente gemacht, haben dann die Stoffübergangskoeffizienten bestimmt, also alles, was man so ein bisschen Wissenschaft dran gemacht. War ein schönes Thema. Mein Kollege, der Dr. Vater, hat hier da seine Diplomarbeit drauf gemacht. Jetzt ist er auch mein Kollege Abteilungsleiter und promoviert. So, und dann ganz zum Schluss haben wir das eben mal nochmal gezeigt, wie das aussieht. Das war der kleine Laborreaktor, die 11 Liter in dem großen 1,25 Apparat. Also jetzt bloß mal als Beispiel, wo die Entwicklungsarbeit herkam. Und wir haben da ein paar erfolgreiche Kampagnen im Sommer gemacht. So, nachhaltige Polymere. Das ist so eine ganz schöne, alle Wege führen nach Rom oder die Krux mit der Bezeichnung. Was sind jetzt Biopolymere, was sind nachhaltige Polymere? Ich habe jetzt einen Definitionsansatz mal Ihnen versucht nahezubringen. Ich will nicht sagen, wenn Sie 5 Leute fragen, kriegen Sie 6 verschiedene Definitionen, was nachhaltig oder Biopolymer ist. Ich versuche es mal damit. Und zwar ist das, ich versuche es mal mit so einer Art Darstellung zu machen. Es gibt also biologisch abbaubar und nicht biologisch abbaubar, relativ einfach. Es gibt fossilbasiert, also das, was die klassische Erdölchemie, erdölbasierte Chemie oder Carbidöfen, wir haben es auch mal anders gemacht. Wir haben es mit Acetylen gemacht, deswegen war ich vorhin völlig begeistert, dass die BASF wieder Acetylenanlagen in Ludwigshafen aufbaut. So, und wir haben auf der anderen Seite biobasierte Monomere. So.
Also sind das jetzt alles Biopolymere? Gute Frage. Wie schon gesagt, Sie sind heute hier in meiner, nee, nicht in meiner Veranstaltung, ich bin also in der IMO-Veranstaltung, aber jetzt müssen Sie meinen Vortrag ertragen. Ist es ein bisschen komplizierter. Fast alle konventionellen Kunststoffe sind fossilbasiert und biologisch nicht abbaubar. Es gibt jetzt genau das Gegenteil, biobasierte Monomer-Polymilchsäure ist biologisch abbaubar und biobasiert. Es gibt aber so lustige Geschichten wie beispielsweise Polyamid 11. Polyamid 11 ist biobasiert, aber nicht biologisch abbaubar. Es gibt jetzt auch fossilbasierte Polymere wie Polyether, die zwar fossilbasiert sind, aber biologisch abbaubar sind. Sie sehen schon, es ist unwahrscheinlich kompliziert. Jetzt haben wir dann nächstes Polybutylensuccinat, also Bernsteinsäure, Butandiol-Copolymer, Polyester. Das können Sie fossilbasiert, dass die Monomere machen. Sie können die Monomere auch biologisch basiert machen. Beide, egal wie Sie es machen, wo die Monomere herkommen, beide biologisch abbaubar. Jetzt mal zu den Biopolymeren, die aus der Natur vorkommen. Die Zellulose, logischerweise biobasiert, biologisch abbaubar. Und jetzt kommen wir zu Naturkautschuk. Naturkautschuk auch biobasiert und eigentlich nicht biologisch abbaubar. Also lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht mitnehmen. Es ist nicht so ganz einfach, hier mit der Geschichte sich zu beschäftigen. Man sollte, bevor man miteinander diskutiert, vorher erstmal die Randbedingungen und die Definition klären. Das hilft. Und nachhaltige Monomere, das ist jetzt auch so der Punkt. Ich würde ganz gerne die Biopolymeren mit den nachhaltigen ersetzen. Es gibt ganz einfach einen Grund. Biobasiert ist gerade ganz, ganz dolle in. Ja, wir müssen mal über die Photosyntheseleistung unseres Planeten drüber nachdenken. Nur mal so zwei Zahlen. Es gibt Kunststoffe, machen wir momentan 360 Millionen Tonnen weltweit. Ja, mit einem Brennwert irgendwas im Bereich von 40 Megajoule pro Kilogramm. Weil das üblicherweise Polyolefine sind, die Hauptmenge. Die größte landwirtschaftlich angebaute Produkt ist der Mais. Das ist 1 Milliarde Tonnen. Können Sie sagen, okay, 1 Milliarde Tonnen, dreimal so viel wie Kunststoffe, könnte ja klappen. Aber erstmal wollen wir den Mais noch essen, Punkt Nummer eins. Und außerdem hat der Mais nämlich bloß einen kalorischen Brennwert von ungefähr 15 Megajoule pro Kilogramm. Das heißt, wenn Sie das thermodynamisch mal vergleichen, bräuchten Sie die gesamte Photosyntheseleistung der gesamten Maisernte weltweit, um unseren Kunststoff zu machen. Was essen wir dann? Okay, werde ich an der Stelle nicht lösen, vielleicht mitnehmen, ist nicht ganz so einfach. Wie bin ich in der Zeit wahrscheinlich noch viel ganz schrecklich. Also jetzt nochmal, was machen wir jetzt, um ganz einfach das Problem zu machen? Wir fahren natürlich auch bei manchen Objekten mit. Biobasiert ist gerade ganz toll in, also machen wir das natürlich mit. Haben jetzt ein Projekt gemacht, großes Projektvolumen, 15 Millionen Euro. Projektvolumenförderung, irgendwas knapp über 10 Millionen. Viele, viele Partner hier aus der Region, eigentlich eine schöne Geschichte. Fünf Verbundprojekte, wir leiten davon eins, die Polykondensation zu PBS. Ja, wie machen wir das jetzt so? Wie Polyester geht, wissen wir ein bisschen. Das, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist eine der modernsten Polyester-Technologien der Firma Uhde. Das ist ein Turmreaktoraufbau. So, und den kann man jetzt nachbauen, könnte man jetzt kupfern, aber wir wollen ja ein bisschen Selberentwicklung machen. Wo sind da die Knackpunkte? Knackpunkt Nummer eins, Sie haben in dem, das sind zwar eigentlich bloß zwei Reaktoren, zumindest sagt das Uhde in Wirklichkeit, wenn man genau hinguckt, sind es vier Reaktorbereiche. Vorne, der erste Schritt ist ein total rückvermischtes System. Sind wir der Meinung, ist nicht so clever. Ja, wollen wir eine Pfropfenstromung machen? Pfropfenstromung ist von der Theorie viel schlauer. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn das so viel schlauer ist, warum hat das Uhde noch nicht gemacht? Es gibt Gründe, warum Uhde das so macht. Wir wollen aber versuchen, die Gründe auszutricksen. Punkt Nummer zwei, andere Geschichte. Uhde hat ihren Discage-Reaktor. Das ist eine ganz, ganz tolle, faszinierende Technologie. Eine sanfte Oberflächenerneuerung, also keine Scherung reinbringen, trotzdem neue Oberfläche zu machen. Das kriegen die Jungs ganz, ganz gut hin. Da müssen wir auf jeden Fall definitiv dran arbeiten, weil wir bei den Produkten, die wir in die Hand nehmen wollen, das zwingend brauchen. Jetzt haben wir also Reaktoren uns entworfen, wie die laufen können. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Bildchen, wie die fahren können. Der so sieht der Reaktor 1 bis 3 aus, den wir machen. Also völlig, wir gehen also von der Optik ist das ein völlig anderes Reaktorprinzip. Wenn man ganz genau drüber nachdenkt, müssen Sie jetzt mal so hinnehmen, kann man in diesen Reaktoren genau das abbilden, was die Jungs davon auch können. Ich kann hier in dem System ein total rückvermischtes System machen, wenn ich die Ruhelemente mache. Ich kann aber auch mit Stauscheiben quasi eine Reaktorkaskade nachbauen.
die Freiheitsgrade habe ich und die will ich auch haben, wenn ich so ein Projekt entwickle. Was jetzt hier so ein kleiner Joke ist, ist, dass wir mit einer Wehrveränderung den Füllstand im Reaktor ändern können. Das ist ein Punkt, den wir im Forschungsbetrieb ganz schick finden, weil wir die Verweilzeit ändern können. Der ist aber vielleicht mittelfristig auch schlau für Polyesterbetreiber, weil man ganz einfach auf unterschiedliche Durchsätze ein bisschen reagieren kann. Man macht das nicht so richtig gerne, weil so eine Anlage hat einen Auslegungspunkt. Und wenn man da variieren will, das macht keinen richtigen Spaß. Aber es ist manchmal halt notwendig. So, machen wir mal weiter. Das andere Ding ist das Fraunhofer internes Projekt. Da gibt es also internes Fraunhofer-Geld, wie man sich da entwickeln kann. Wir haben jetzt Green Polymers, Green Chemistry ist gerade ein ganz heißer Punkt bei Fraunhofer. Machen wir natürlich auch gerne mit. Haben wir jetzt also... Die Story ist jetzt hier, wir machen aus CO2 und Strom Formiat. Formiat ist das Salz der Ameisensäure. Und jetzt ist die Story, jetzt müssen wir irgendwelche kleinen Beißerchen davon überzeugen, dass diese kleinen Beißerchen, die Diaminopentan machen sollen, Diaminopentan heißt Trivialnamen Cadaverin, riecht auch so, dass die das eben machen und dass wir müssen die kleinen Beißerchen davon überzeugen, dass sie jetzt nicht mehr so eine schönen, soliden Zucker fressen, sondern dass die Ameisensäure fressen sollen. Glauben Sie mir, das ist jetzt züchterisch eine Herausforderung, hat aber dann mittelfristig den Charme, dass wir ganz einfach hier die Story haben, wir machen aus CO2 und Strom Formiat. Das machen wir dann, wenn wir genug Strom haben, weil Formiat kann man nämlich ein bisschen speichern. Ja? Und dann, wenn eben dann irgendwelche andere Leute den Strom brauchen, weil sie ihre Elektroautos tanken wollen oder ihre Wärmepumpen laufen, dann haben wir den Strom nicht mehr, aber wir haben ja so große Puffertanks gemacht, kann ja die IMO, ne, hat in der Raffinerie gezeigt, dass wir das vor dem Jahr dann speichern können und dass wir diesen Prozess, also Fermentationsprozesse, sind, die wollen nicht unterbrochen werden. Ne? Das können die kleinen Beißerchen nicht leiden. Dass wir das dann, das ist so die Story dahinter. Aber wie schon gesagt, Ameisensäure zu verstoffwechseln, haben wir jetzt inzwischen geschafft, aber war eine kleine Herausforderung. Wir machen natürlich auch noch ein bisschen Chemie, haben wir dann uns was schön entwickelt, also hier mit den Diaminopentan, Furan, Dicarbonsäure, alles biobasiert, alles schön auf dem Papier, ein Traum, ja, also hohe Dichte an funktionellen Gruppen, schöne hohe Schmelzpunkte, eigentlich das Leben könnte so schön sein. Tja, wenn man sich dieses DSC oder die Thermogravimetrie anguckt, ist es da nicht mehr ganz so schön. Wir haben hier den Schmelzpunkt, das ist hier, der ist so ungefähr bei 280 Grad. Das Dumme an dem Polymer ist, es zersetzt sich vorher. Also auf dem Papier fantastisch, aber eben funktioniert nicht. Naja gut, kann man nicht wissen, liegt an diesem Bösen, an der Furan-Dicarbonsäure. Die ist da ein bisschen sensibel. Neuer Ansatz. Wir ändern jetzt, gehen jetzt in die Gruppe der Diamine und kriegen das irgendwie hin. Aber man ist da ganz schön, wir waren ein bisschen unglücklich, als wir das in der DSC gesehen haben. Wenn man jetzt so eine grüne Chemie betreibt, wie messe ich das? Ja, wie qualifiziere ich das? Oder im Idealfall, wie quantifiziere ich das? Kann ich Ihnen sagen, ganz, ganz schwieriger Prozess. Ja, Green Chemistry, wir haben jetzt schon eine Doppelstrategie, CO2 und Strom vom Yard. Wir haben einen neuen Monomerbaustein. Ganz, ganz wichtig, wir sind nicht im direkten Wettbewerb zu Bestandschemikalien. Kann ich Ihnen sagen, verlieren Sie immer preislich. Keine Chance. Aber Pentan, Diamin gibt es nicht zu akzeptablen Preisen auf dem Weltmarkt. Wir haben also den Prozess ziemlich gut, oder wollen ihn ziemlich gut so intensivieren. Digitalisierung, das ist immer so das neue Schlagwort, kann ich Ihnen sagen, ist bei diesem Prozess extrem komplex. Werden wir nur eingeschränkt hinbekommen. Nochmal Trends, wir sehen natürlich über unsere Kunden ganz viele Trends, die da so reingetragen werden. Mechanisches Recycling ist ganz klar ein Trend, ist aber nicht unser Business, wir machen Chemie. Ja? Physikalisches Recycling haben wir so ein bisschen gemacht, das heißt ganz einfach, ich mache eine Trennung über ein selektives Lösungsmittel, haben wir für Kunden gemacht. Chemisches Recycling ist gerade ganz, ganz dolle in. Ja, alle Leute machen chemisches Recycling, dann kommen aus dem chemischen Recycling irgendwelche Recyclingmonomere. Jetzt muss man gucken, ob diese Recyclingmonomere noch das machen, was die Virgin, also die originalen Monomere machen. Kann ich Ihnen sagen, nicht immer. So, dann eben Einsatz von Biomonomeren ist ja gerade ganz toll in. Muss man drüber nachdenken. Und natürlich Energieeffizienz, ganz, ganz wichtig. Energieeffizienz ist ein Topic, egal wo die Monomere herkommen. So, das ist natürlich jetzt ein Blickwinkel. Das, was wir sehen, was die Kunden an uns rantragen, es ist noch ein bisschen breiter.
Aber ganz, ganz wichtig zu wissen, es gibt ein Kreislaufgesetz, das ist deutsches Recht, Überführung aus dem EU-Recht. Das wirkt sich auf die Verpackungsgesetzgebung aus. Wir müssen 2030 55% recycelbare Verpackungsmaterialien haben. Keine Ahnung, wie das passieren soll. Ja, also sehr große Herausforderung, aber dafür gibt es ja Fraunhofer. Sachen aus dem täglichen Leben, also wir brauchen wirklich die Kapazität und eine eigene Werkstatt. Wir bauen eben selber ganz viele Sachen. Ganz, ganz wichtig, wir brauchen verlässliche Partner hier, die IMO. Die IMO betont immer, dass sie schweißen kann. Kann sie. Sie schweißt bei uns C-Stahl, kein Thema. Sie schweißt bei uns Edelstahl. Sie schweißt bei uns Superausdinite, also V5A-Systeme. Sie schweißt bei uns Duplex-Systeme, Nickel-Basislegierung, alles schon gemacht. Und das Allerwichtigste, was die IMO kann, sie hat Data-Schweißer. Wissen Sie, was Data-Schweißer sind? Das ist, wenn man in der Pilotanlage ist und dem Vorarbeiter von der IMO sagt, da ist der eine Flansch und da ist der andere Flansch. Mach mal bitte eine Rohrleitung. Und das können die auch. Also ganz, 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 ganz toll, wichtig. Also Data-Schweißer hat auch die IMO. So, und was die IMO auch kann, und ich weiß gar nicht, weiß ich wahrscheinlich selber nicht so richtig, doch der Herr Krause weiß es, die IMO ist ein Apparatebauer. Und zwar haben wir in Abstimmung mit dem TÜV Süd, also der ist ja die ehemalige Eigenüberwachung der Bunawerke, die ist ja, heißt jetzt TÜV Süd, die hat also ältere, erfahrene Kolleginnen. Und wir haben das gemeinsam mit dem TÜV Süd eben gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, wir brauchen Apparate. Wie machen wir es? Wir brauchen auch Druckapparate. Das ist also jetzt hier, was Sie sehen, sind 150 Liter, 25 Bar. Also das ist in der Druckgeräterichtlinie doch schon, keine Ahnung, wer es genau weiß, ich denke, es ist schon Kategorie, also mindestens zwei, ich glaube sogar schon drei. Egal, also auf jeden Fall dick und fett in der Druckgeräterichtlinie drin. Also eigentlich ist ja die IMO kein Apparatebau. Aber wir dürfen das. Wir haben also wirklich die Vorprüfung TÜV vorgestellt, also den vollen Ablauf, haben keine CE-Kennzeichnung und dürfen die Apparate nur bei uns betreiben. Egal, kein Problem, können wir gut mit leben, aber sie funktionieren genau, wie wir sie haben wollen, genau die Story. Also richtig schön und einer der größten Kautschukhersteller der Welt fährt bei uns Versuche. Ja? Sind wir auch ein bisschen stolz dran. So, Logistik kann entscheidend sein. Wie erschrecke ich meine Kollegen vor der Hochschule? Ha, mit der Firma Rinnen, das ist eben bei uns. Wenn wir eben Kampagnen fahren, haben wir das eben gebraucht, dass wir in zwei Wochen haben wir 130 Tonnen Polymerlösung aus Schottland rantransportiert lassen über die Firma Rinn, haben die bei uns in der Anlage verhackstückt und haben dann quasi dann für einen Kunden ein Projekt gemacht. Das klappt mit den Erschrecken natürlich auch bei meinen Kollegen von Fraunhofer. Das sind sie alle nicht gewohnt. Ja, und dann eben Infrastruktur, Leute, Unternehmen, die da sind, die schnell da sind. Ja, das war so ein Versuch, das ist eine 2DN200er Leitung, eigentlich ist es eine Vakuumleitung. Wenn man Kautschuk eindampft und man die Prozessfenster mal richtig ausprobiert, dann sieht so eine Vakuumleitung auch mal so aus. Wie man sieht, ist die dann nicht mehr vakuumgängig. Ja, und die haben wir dann also ausgebaut, das haben wir selber gemacht und dann kam die Firma Loppe. Und innerhalb von einer Schicht hatten wir das Ding sauber mit 2000 Bar Wasser und wieder eingebaut. Ja, das klappt natürlich auch bloß mit. Und das ist eine andere Geschichte, eine Stillstandskorrosion, C-Stahl, Lochfraßkorrosion, ein Wärmetauscherbündel, 8 Wochen Lieferzeit. Der Kunde war alles andere als begeistert, als wir das erzählt haben. Aber wir hatten dann den TÜV an der Hand, haben mit dem TÜV eine Reparaturtechnologie abgestimmt und haben gesagt, okay, wir reparieren das Ding selber. Geht natürlich nur, ist ja ein Druckgerät, nach Reparaturabstimmung mit TÜV und in einer Woche war das Ding wieder repariert und wir waren wieder in Betrieb. Waren wir ganz stolz drauf. Gut, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Wie lange war ich denn? Wahrscheinlich viel zu lange. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mich fragen wollen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Wendler, für Ihren Beitrag. Ich habe offen und ehrlich, ich bin Marketingmensch, ich habe 3/4 nicht verstanden, aber was ich mitgenommen habe, ist, dann mein nächster Frankreich-Urlaub, da werde ich in Clermont-Ferrand auch nochmal an die Robur denken. Vielen Dank also dafür in der Situation, weil da ist Clermont-Ferrand ist Michelin. Ein weiterer Partner der IMO ist, wenn auch erst seit kurzer Zeit, ist die Firma Jena Batteries und ZERK. Ich habe das richtig ausgesprochen, wir haben das gar nicht abgestimmt. Nee, ich habe es nicht. Okay, gut, dann können Sie mich nachher berichtigen. Ist umso besser der richtige Einstieg zu sagen, der Gärtner hat einen Fehler gemacht. Herr Karl, Sie können gerne auf die Bühne kommen schon mal, ist der Leiter der Geschäftsentwicklung. Seit 97 auf verschiedenen Stationen im Finance- und Banking-Bereich, Unternehmensberatung und angewandte Zukunftsforschung tätig. Heute wird er aufgehalten vom Übersetzer. Treibt er mit der, ich sage es jetzt nicht mehr, wie es falsch ist, wie ist es richtig?
Sag ich gleich. Okay, danke schön. Jetzt lasse ich mich, also mache ich mich nochmal zum Affen. Also mit dieser Firma auf jeden Fall. Zerg bei Jena Batteries, die Energiewende. Ich hätte wirklich verfragen sollen, Florian, das hättest du mir erzählen müssen, wie das hier so gesprochen wird. Mist. Jedenfalls sind Sie Anbieter für nachhaltige Speichertechnologien. Das ist jetzt hoffentlich richtig. Für Strom und bieten Battery as a Service an. Also ich kenne vieles as a Service, aber Battery as a Service war mir neu, aber vor allen Dingen für industrielle Bedarfe. Und das habe ich gelernt in der Zeit bei der Robo. Der industrielle Bedarfe ist meistens groß, viel und schnell. Insofern herzlich willkommen, Herr Karl. Ich freue mich auf Ihre Berichtigung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gärtner. Danke, danke. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlichen Glückwunsch, IMO, für 70 Jahre Erfolgsstory. Das ist ein Partner der Region und wir haben es heute in mehreren sehr emotionalen Filmen gesehen, was dahinter steckt. Ich habe heute meine Kollegin mitgebracht, die Felicitas. Sie ist das Pendant zu Herrn Gärtner, bei uns in der Geschäftsleitung verantwortlich fürs Marketing. Und Felicitas hatte so gesagt bei dem ersten Film schon, was für ein cooler Film. Was für ein cooler Film. Und wissen Sie, warum das so ein cooler Film ist? Weil da Emotionen drin vorkommen. Das ist authentisch. Du siehst die Leute, die machen nicht nur irgendeinen Job, weil sie da Geld verdienen, sondern sie machen es aus dem Herzen. Das ist ihr innerer Antrieb, etwas zu schaffen und eine Familie zu haben. Das kam auch mehrmals raus. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich diesen Spirit einfach bewahren. Und da sind wir schon gleich beim selben Thema. Diesen Spirit haben wir auch. Aber bevor ich kurz einsteige, muss ich Ihnen einen kleinen Held noch mal vorstellen. Vielen herzlichen Dank für unsere Übersetzer heute. Das, was der Herr Proschwitz ist Ihr Name, ja? Das, was der Herr jetzt gerade bei dem Hammer-Vortrag vom Kollegen vom Fraunhofer-Institut ins Englische übersetzt hat, in der Geschwindigkeit, in dieser fachlichen Qualität und in der Menge, das ist echt der Hammer. Das ist ein kleiner Hidden Champion hier heute, unsere Simultanübersetzer. Vielen Dank. Gut, also, Jena Batteries sitzt in Jena, ich selber bin aus Leipzig und dieses ZERG, das heißt in Wirklichkeit CIRCU, da steckt nämlich Circular Economy drin, also Kreislaufwirtschaft, weil das treibt uns unheimlich an. Das ist so wie die Firma Ferrero hat die Marke Nutella, ja? Und wir sind Jena Batteries, wir haben die Marke CIRCU und CIRCU heißt nämlich unsere Speicher. So, damit möchte ich beginnen. Dieses Statement hier, der Ausbau der erneuerbaren Energien, ist ein überragendes öffentliches Interesse. Das hat unser Wirtschafts- und Energieminister gesagt. Und letzten Endes ist das unser Antrieb, weil wir stehen für die Energiewende. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Basis unserer ganzen Arbeit ist ein Gesetz, und zwar das Klimaschutzgesetz. Wir alle haben den intrinsischen Antrieb, etwas zu schaffen, was die größte Herausforderung der Menschheit momentan ist, nämlich den Übergang von einer fossilen Energieerzeugung zu einer erneuerbaren Energieerzeugung. Und die IMO ist ja natürlich auch stark in diesem Thema drin, Stichwort Windkraft. Dieses Klimaschutzgesetz besagt, dass wir in Deutschland bis 2030 324 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen müssen. Das ist eine riesige Zahl, aber keiner kann damit was anfangen. Deswegen haben wir Ihnen hier mal in Rot das Land Thüringen, das Bundesland Thüringen dargestellt. Bisschen dreidimensional, man muss sich das bisschen gedreht vor einer Vogelperspektive vorstellen. 324 Millionen Tonnen CO2, was wir einsparen müssen, Kraftgesetz, ist so viel CO2, dass wir das komplette Bundesland Thüringen mit einer 10 Meter dicken Schicht CO2 zuschütten können. Aber das müssen wir einsparen, weil dieses CO2 ist nicht auf dem Bundesland Thüringen drauf, Gott sei Dank, sondern ist in unsere Atmosphäre und kommt mit jedem Tag in die Atmosphäre rein. Weil wir Strom brauchen, weil das Licht angehen muss, weil das Mikrofon laufen muss und so weiter. Ich meine, jetzt scheint die Sonne, jetzt läuft viel Photovoltaik, aber nachts ist halt ein bisschen schwierig. Und jetzt kommen wir ins Spiel.
Das ist unser Game. Das ist genau unser Punkt, warum wir existieren. Wir möchten gerne Strom speichern, und zwar sicher speichern. Und zwar von Zeitpunkten speichern, wo Sonne da ist, wo der Wind weht, in eine Zeit rein, wo alle PV-Anlagen aus sind. Das ist unser Antrieb. Und dafür gibt es Speicher. Es gibt unheimlich viele Speichertechnologien. Jeder hat in seinem Handy einen Speicher drin. Der gute alte Lithium-Akku, eine Technologie, die seit 30 Jahren bekannt ist. Und die großen Speicher, die es jetzt schon gibt, die in den Netzen agieren, um Netzstabilität zu schaffen. Oder die Heimspeicher für die privaten Häuslebesitzer, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben und gerne ein bisschen Strom aufbewahren wollen in die Nacht rein. Die haben halt einen kleinen Heimspeicher in der Garage stehen. Das ist vorwiegend Lithium-Ionen-Technik. Wissen Sie, was das ist hier? Ein Tagebau, aber kein Braunkohletagebau, sondern ein Lithium-Tagebau. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff, aber auch ein kritischer Rohstoff. Es gibt auf der Welt ganz viel davon, aber er wächst halt nicht auf den Bäumen. Man kann ihn einfach nicht so ernten, sondern das zu erschließen ist ziemlich schwierig. Und wenn ich es erschlossen habe, brauche ich sehr viel Wasser und sehr viel Energie, um den abzubauen, um den zu reinigen und aufzubereiten. Und das ist eine schwierige Geschichte. Deutschland hat übrigens sehr große Lithiumvorkommen im Rhein-Main-Gebiet. Können Sie sich vorstellen, da riesige Tagebaue? Glaube ich nicht. Die Lithiumproduktion geht zu den größten Teilen in die Elektromobilität. Je mehr E-Autos auf den Straßen existieren, gut so, aber da geht ganz viel Lithium rein. Und jetzt haben wir aber die Herausforderung, denken Sie bitte an diese Herausforderung, wir müssen das CO2 wegschaufeln. Wir haben ganz viel erneuerbare Energienanlagen, aber diese Energieanlagen produzieren aus Sonne und aus Wind Strom nicht immer dann, wenn wir es brauchen. Wir müssen den Strom aufbewahren und dafür brauchen wir Speicher. Und Lithium alleine ist nicht das Allheilmittel. Dafür gibt es uns. Ich habe Ihnen auf diesem Chart mal kurz dargestellt, wo so ein paar Unterschiede sind. Antrieb unseres Unternehmens, und zwar seit 10 Jahren, uns gibt es jetzt auch seit 10 Jahren, das ist eine Ausgründung aus der Universität Jena, war: erstens, Strom muss gespeichert sein, sicher gespeichert sein, in einem Speichermedium, was massenhaft zur Verfügung steht, was günstig produzierbar ist und vor allen Dingen made in Germany und nicht in China oder sonst irgendwo. Denn wenn der Chinese sagt, du kriegst unsere Zellen nicht, haben wir ein Problem. Wir sind made in Mitteldeutschland. So, ein paar Vorteile hier. Skalierbarkeit ist ein Riesenthema. Brandschutz ist nicht unser Problem. Lieferkettenabhängigkeiten und so weiter und so weiter. Es gibt große Vorteile, warum die Firma Jena Batteries eine Technologie entwickelt hat. Und Forschung und Entwicklung haben wir jetzt abgeschlossen. 10 Jahre lang haben wir gebraucht, bis wir auch mit Hilfe von der IMO übrigens unseren großen Prototypen hergestellt haben, einen 40 Fuß Überseecontainer, Stahlbau. Herzlichen Dank nochmal für diese Schützenhilfe. Sie sind auch ein Teil unserer Erfolgsgeschichte. Und die Erfolgsgeschichte geht jetzt erst richtig los, weil wir sind ein Teil dessen, dass das Land Thüringen gerettet wird sozusagen, zumindest ein kleines bisschen. Wir schaffen es nämlich, und Sie sehen das hier an der Grafik, dass wir diese 10 Meter hohe CO2-Schicht reduzieren können auf nur 1,3 Meter. Das jetzt nur mal so. Warum? Unsere Speicher verschlucken ja das CO2 nicht. Die zaubern das ja jetzt nicht weg. Sinn und Zweck dieser ganzen Rechnung ist folgendes. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Der Strom, der produziert wird, tagsüber zum Beispiel, oder wenn der Wind weht, der muss in Zeiten transportiert werden, wo der Bedarf auch da ist. Zum Beispiel nachts. Und wenn wir es schaffen, diesen sauber produzierten, geschenkten Strom sozusagen in eine Zeit rein zu transportieren, wo er wirklich gebraucht wird,
dann können wir vermeiden, dass in dieser Zeit irgendwelche ollen Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke angeschmissen werden, weil wir ja Strom brauchen. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, einen Strom zu speichern und dann nutzbar zu machen, wenn es die Menschen benötigen und gleichzeitig vermieden wird, dass Kohle- und Gaskraftwerke angeschmissen werden und quasi fossilen Dreck erzeugen, dann schaffen wir diese Reduktion von CO2. Und wir haben eine große Mission, bis 2030 ungefähr 30 bis 50 Gigawattstunden an Speicherkapazität aufzubauen, je nachdem, wie gut unsere Erfolgsstory sein wird. Ja, wie sieht die Technologie aus? Für den technischen Part nur ganz kurz. Wir speichern also nicht in festen Zellen, sondern unser Speichermedium, das sind Flüssigkeiten. Eine Flüssigkeit für den Pluspol, eine Flüssigkeit für den Minuspol. Das Ganze befindet sich in Tanks, Industrietanks, doppelwandig. Keine besondere Raketenwissenschaft, nichts Besonderes. So, und diese zwei Flüssigkeiten werden durch ein Pumpsystem durch sogenannte Zellstapel gepumpt. In der Mitte ist eine Membran. Und da findet also ein Ionenaustausch statt und das ist quasi verantwortlich für den Auflade- oder Entladevorgang der Batterie. Das Ganze nennt sich Redox-Flow, also eine Redox-Reaktion, kennt man vielleicht aus dem Chemieunterricht. Eine Technologie, die gar nicht neu ist, die stammt aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, eine Erfindung, aber die wurde nicht großartig weiterentwickelt, weil Strom war ja immer da, der kommt ja aus der Steckdose, das wissen wir ja. Wir müssen uns nicht mit großartiger Speichertechnologie beschäftigen, bis das dann losging mit Handys und Akkus und so weiter und so weiter. Und jetzt halt eben auch in ganz groß. So, das Thema hatte ich Ihnen schon gesagt, die große Herausforderung, dass Wind und Sonne nicht immer dann da ist, Strom produziert, wenn wir ihn brauchen. Wir schneiden also einen Teil von den großen Energieerzeugungen tagsüber ab, speichern es in unseren großen Akku rein und werden dann später, wenn die Sonne weg ist, zum Beispiel die Nachtstromversorgung übernehmen von Industrieunternehmen, von Kommunen, von ganzen Chemieparks zum Beispiel. Das ist genau die Richtung, in die wir gehen werden. So sieht unser Akku aus, also kein Container, keine Box irgendwo, sondern wir reden von einem gebäudeintegrierten Speichersystem, eine Leichtbauhalle, auch kein Hexenwerk, ja, nichts Besonderes. In dieser Halle sind die elektronischen Komponenten, die Pumpsysteme und neben der Halle stehen die Tanks, wo unsere Flüssigkeiten drin sind, wo der Energiespeichervorgang eigentlich stattfindet. Ja, und das können wir unheimlich flexibel skalieren, je nachdem, wie der Bedarf auch sein wird. Können wir klein anfangen mit 2 Tanks, mit 4 Tanks. Wenn wir die Speicherkapazität erhöhen wollen, müssen wir einfach noch ein paar Tanks hinzufügen zum Beispiel. Ja, kleiner Ausflug. Wer wird unsere Zielgruppe sein? An wen adressieren wir unser Angebot, Energie zu speichern? Das sind im Wesentlichen 3 Segmente. Einmal die Energieversorger selber, Versorgungsunternehmen, die jetzt schon mit ihren Kraftwerken zum Beispiel Energie produzieren. Industrieunternehmen, die selber am Standort zum Beispiel erneuerbare Anlagen haben, wie zum Beispiel große PV-Flächen auf ihren Werksdächern, vielleicht ein Windrad dazu. Die produzieren jetzt schon Strom, ja, um ihre Autarkie etwas zu erhöhen, den Eigenversorgungsgrad zu erhöhen. Und bestenfalls produzieren die tagsüber mehr Strom, als sie eigentlich brauchen. Da kommt wieder die Speicherkomponente in Frage. Das heißt, wir bewahren den Strom auf und schieben es dann in die Nachtschicht zum Beispiel rein. So, und natürlich Betreiber von großen PV-Parks oder auch Windparks, die sind natürlich auch sehr interessiert, große Mengen Strom zu speichern, um sie in den Markt abzugeben oder ins Netz abzugeben, wenn der Bedarf da ist. Nichts ist schlimmer, als wenn ich riesige Investitionen habe. Wir sind hier in Mitteldeutschland, ein typisches Land, was von der
vom Wind begünstigt ist. Hier stehen sehr viele Windräder und nichts ist schlimmer, als durch die Länder zu fahren und zu sehen, dass die Windräder abgestellt wurden. Abgestellt, weil es die Netze einfach nicht packen. Ich habe zu viel Strom da in dem Moment, was ein paar Stunden später vielleicht schon wieder ganz anders ist. Aber die Netze schaffen es nicht und es gibt auch nichts und niemanden, der den Strom von jetzt mal kurz parkt und 3 Stunden später rauslässt. So, und das ist genau unser Punkt, wo wir in Größenordnungen eine Lösung bieten. Wir fangen allerdings klein an. Wir haben eine sehr große Pipeline mittlerweile, die bis auf 2030 aufgebohrt wird. Wir kriegen Anfragen aus aller Welt, aus Italien, Brasilien, USA, aus Arabien, Saudi-Arabien, Thailand, Indien. Aber wir möchten gerne vor der eigenen Haustür anfangen. Wir möchten gerne in Deutschland anfangen. Und diese Technologie ist neu, ist wirklich neu. Redox-Flow-Speicher gibt es schon, aber es gibt Redox-Flow-Speicher nur mit Metallen drin. Ganz großes kritisches Metall ist Vanadium. Vanadium-Speicher gibt es jetzt schon, vorwiegend in Australien und China. Die haben also eine ähnliche Technologie wie wir. Das Problem ist nur, Vanadium ist ähnlich wie Lithium sehr begrenzt. Und wenn, geht Vanadium zu 95% der Weltproduktion in die Stahlindustrie. Und jetzt kommt ein Speicherhersteller, der riesige Ambitionen hat, der richtig viel Kapazitäten für die Stromspeicherung aufbaut und ganz viel Vanadium braucht. Können Sie vergessen. Deswegen Speicher ohne kritische Rohstoffe, ohne kritische Metalle. Und das fangen wir jetzt in klein an. Wir planen dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, den Markteintritt mit einem kleinen Pilotsystem. Kristallisiert sich gerade ein Partner heraus, der sagt, ich habe Lust drauf, ich möchte euch fördern. Ich möchte, dass diese Technologie den Markteintritt beweist. Bewiesen haben wir es im 40-Fuß-Container, dank IMO. Aber ein 40-Fuß-Container ist keine Speicherfabrik, ist noch nicht repräsentativ. Aber der Markt und alle, die uns fragen, und das sind große Unternehmen, das sind teilweise weltweite Marktführer, die sehr großen Speicherbedarf haben, die sagen, wo steht denn sowas, was wir uns mal angucken können? Wir würden ganz gerne mal ein System in der Praxis sehen, was funktioniert. Das heißt, die ziehen alle die Wattemarke Nummer 2, 3, 4 fortfolgende. Jetzt brauchen wir erstmal einen Partner, und der kristallisiert sich gerade raus, der sagt, mit euch fange ich an. Und da machen wir natürlich etwas Kleineres, ein kleineres System. Sie sehen das hier, Platzbedarf gerade mal 500 Quadratmeter. Das ist nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Möglicherweise wird das in Dänemark stehen, an einem großen PV-Park. Vielleicht haben wir auch in Bayern einen Kraftwerkstandort. Das sind so Entscheidungen der nächsten Wochen und Monate. Für uns, für unsere Unternehmensentwicklung, ist gerade eine ganz heiße Phase, eine spannende Phase. Jo. Um nochmal zusammenzufassen, ich bin jetzt gleich am Ende. Wofür stehen wir? Was ist unser Beitrag für die Energiewende? Natürlich kümmern wir uns um Netzstabilität. Ja? Wenn zu viel Strom im Netz ist, können wir den aufsaugen in Größenordnungen. Wir können elektrische Energie grundlastfähig machen, und zwar erneuerbare Energie grundlastfähig machen, indem wir sie in Zeiten reinspeichern, wo sie gebraucht wird und nicht, wenn sie in Überfluss da ist. Ja, Unternehmen können wir helfen, Planungssicherheit für ihre Energiekostenkalkulation zu schaffen. Und letzten Endes, das CO2-Thema habe ich eingangs schon erwähnt, unser großer Antrieb, was für die gesamte Menschheit zu tun. Statement, die Zukunft der Energiespeicherung fängt hier an in Mitteldeutschland, mit uns. Heute. Und Sie sind Zeuge dessen, Sie sind einer die Ersten, der in dieser Form als Publikum diesen Vortrag gehört haben. Und ich hoffe, dass wir miteinander im Kontakt bleiben. Vielleicht haben Sie für sich so das ein oder andere mitnehmen können. Vielleicht gibt es möglicherweise Ansätze und Interessen, mit uns in die Zukunft zu gehen. Wir sind nachhaltig, unheimlich skalierbar, unabhängig von Lieferketten, sicher. Wir können nicht explodieren, wir brennen nicht
und wir sind made von hier. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dankeschön. Dank, Herr Karl. Ich werde mich nachher mit der Marketingkollegin austauschen. Die Rolle des Marketings ist ja, sich grundsätzlich zum Affen zu machen, damit Sie sich das merken können. Also Sie wissen jetzt ganz genau, Sir Q ist die Firma, das werden Sie niemals vergessen in der Situation. Insofern habe ich dann auch meinen Beitrag diesbezüglich geleistet. Und vielen Dank, Herr Dr. Wendler, für Ihre Ausführungen und auch nochmal natürlich an die Kollegen für die in der Tat die Übersetzung. Ich werde dann nochmal fragen, dann, weil ich fand es auch faszinierend, schnell, wie Sie das in dem Augenblick weitergemacht haben. Zum Abschluss, ja, wir haben eine halbe Stunde gespart, also die Essen kommt früher. Sehr perfekt. Ich hoffe, das Essen ist schon da. Jedenfalls, zum Abschluss haben wir was ganz Besonderes für Sie. Wenn Präsidenten eingeführt werden in Amerika, dann wird normalerweise ein extra Gedicht für ihn geschrieben oder für diesen Präsidenten. Das ist der sogenannte Inaugurational Poet, der beauftragt wird. Oder wenn ein Jubilar angesprochen wird, dann wird auch ein Gedicht geschrieben diesbezüglich. Also habe ich mir überlegt, machen wir das doch mal ganz einfach in der Situation. Und, ja, Moment, das will noch nicht. Auf jeden Fall, ich fang dann gleich an, ihr ruft, wenn es wieder geht. Ich frage dann auch mal, weil ich es mal auch leicht machen will, ich frage auch die KI. Ja? Weil wozu soll die kann ja schließlich helfen, diese entsprechende KI diesbezüglich das zu machen. Ich habe also die KI gefragt von ChatGPT, kannst du mir ein Gedicht schreiben für die Feier zum 70. Geburtstag von der IMO? Und die IMO, die KI, die hat dann sehr, sehr freundlich geantwortet und hat tatsächlich gesagt, gerne, hier ist ein Gedicht zum 70. Geburtstag der IMO. Und das trage ich jetzt mal kurz vor. Ich hoffe, ich mache das richtig. 70 Jahre sind vergangen, seitdem IMO begann, in Merseburg seine Wurzeln zu schlagen, als ein kleines Pflänzchen zart. Doch Jahr um Jahr hat es sich genährt, hat sich ausgewachsen, gewachsen und hat vieles erlebt. In schwierigen Zeiten hat es durchgehalten, ist aufgestanden, wenn es gefallen ist, hat sich wieder erhoben. Denn das Ziel war immer klar, auf Qualität und Zuverlässigkeit zu setzen und dem Kunden stets das Beste zu bieten. Heute feiern wir IMO, unser Unternehmen stolz und stark, mit einem Hauch von Nostalgie und einem Blick auf das Hier und Jetzt. Und dann ging es irgendwie weiter und ich so, das ist nicht wirklich Goethe oder Schiller oder Hoffmann von Fallersleben, wenn man immer möchte, in dem Augenblick der deutschen Dichter und Denker. Und dann habe ich gesagt, liebe KI, da bin ich noch nicht ganz zufrieden damit. Könntest du mir eine zweite Chance geben? Und habe dann entsprechend gesagt, danke, das reimt sich aber nicht wirklich, liebe KI. Kannst du das nicht besser? Und die KI, freundlich wie sie ist, sagt in dem Augenblick, selbstverständlich, ich werde versuchen, ein Gedicht zu verfassen, das sich besser reimt. Hier ist mein neuer Vorschlag. Ich sollte das in der Heldstimme sagen, ne? Dann ist dann richtig gut. So, jedenfalls, zum 70. Mal, das ist doch was für IMO Merseburg, ein Jubiläum, ganz ohne Spaß. Ein Unternehmen, das fest in der Region verwurzelt und für industrielle Montagen weiterhin bekannt ist und vieles Gutes vermeldet. Begonnen hat alles im Jahr 52 als VEB Industriemontagen Merseburg. Ein Aufschwung, der war gern gesehen in jener Zeit im Nu. Doch auch schwierige Zeiten hat es durchgehalten, hat sich stets weiterentwickelt und das in allen Gestalten. Okay, das hat sich dann wenigstens mal gereimt. Aber ganz ehrlich, das ging so weiter und so schlecht. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber wie es sich gehört, bei der IMO sind es ja die Menschen, die den Ausschlag geben, die Menschen, die den Unterschied machen. Und deswegen habe ich gesagt, da muss dann wohl ein Mensch ran. Und durch einen Zufall habe ich Kontakt bekommen zu Lea. Lea ist in den letzten Jahren auf den Bühnen der Poetry Slams unterwegs und hat neben ihrem Beruf als Pflegerin wohlgemerkt und jetzigen Medizinstudium verschiedenste Poetry Slams mitgemacht und den einen oder anderen auch gewonnen. Und aktuell, wenn Sie sie mal googeln, werden Sie sie sehen mit einer ganz tollen Beitrag zur Pflegesituation in Deutschland, weil, wie gesagt, die ist wirklich examinierte Pflegerin. Dann habe ich gesagt, so, wenn du schon in Talkshows gehst, dann kannst du doch auch mal zu uns kommen und vielleicht für uns ein Gedicht schreiben. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass Lea heute bei uns ist. Und zum Abschluss als Mensch und mit ihren Worten die IMO entsprechend hochleben lässt. Bühne frei für Lea. Ja,
hallo. Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum 70. Ich hatte die Ehre, mich mal in eine ganz neue Thematik hineinzudenken. In die Industriemechanik, in die Anlagen, in den Anlagenservice, in das Schweißen. Und es war auch hochspannend für mich. Und ja, ich habe vieles von dem, was wir heute auch gehört haben, womit wir uns heute beschäftigt haben, versucht kompakt etwas poetisch zu verarbeiten. Hier, wo man die Welt durch Schutzglas betrachtet, sich kalter Stahl an warme Finger schmiegt, wo man Handwerk noch als Kunst erachtet, in der Luft ein Hauch Wunderkerze liegt, wo sich Elemente fügen, weil sie Wärmekraft unlösbar verbindet und Einheit schafft. Ja, wo zwei kontaktlose Teile sich annähern lassen, weil man die Ränder geschickt aneinander legt und dann plötzlich ineinander fassen, wenn man darüber ein Licht bewegt. Und dann irgendwann, wenn man weiß, wie das geht, mit mehr Können als Glück ein Schweißbad entsteht. Hier, wo man als Mannschaft den Platz betritt und sich Wegbegleiter finden, verbunden durch die Leidenschaft, etwas zu verbinden. Hier, wo es Montagen an Montagen gibt, wo man Derrick nicht für einen Krimi und Abdrücker nicht für die Spülung hält, wo man eigenhändig erschaffen liebt, hier bedeutet Schweißen die Welt. Denn hier hat's gefunkt zwischen Mensch und Metall und das schon seit 70 Jahren. Herzen wurden in Stahl getunkt und blieben nicht so, wie sie waren. Und bei Schulter an Schulter wächst Tag für Tag auch zwischen Menschen eine stabile Schweißnaht, die Grenzen überwindet, weil sie Gemeinsames findet. So werden Einzelne zu einem Team. Und das scheint wie auserkoren, denn zum Schweißer wirst du nicht, zum Schweißer wirst du geboren. Und weil hier Herzen und Stahl denselben Schmelzpunkt haben, denkt man nach vorn und ist kreativ. Sieht man den Fortschritt, ist innovativ. Und damit, der Schluss fällt nicht schwer, kam man bis ganz nach oben bisher. Bis an Fernsehtürme und Rathausspitzen, bis an die Kuppel des Doms in Berlin, konnte mit den Kranen dem Palast der Republik und der Semperoper die Mütze aufziehen. Doch noch wichtiger ist, so wie meistens im Leben, was du gar nicht siehst. Denn wo entzündliches Gas durch dünne Rohre fließt, bin ich froh, wenn das hält und ich meine, die Naht sollte dann schon perfekt sein. Als plötzlich Wände gingen, weil die Wende kam, stand man vor ganz neuen Dingen, die für alle nicht einfach waren. Plötzlich war das Land so groß und man selbst nicht mehr die Größten. You speak English, sir? No, I have you to vertrösten. Man konnte sich neu formieren und lernte anders zu denken, konnte Altes umsortieren und auf neue Wege lenken. Und was auch immer war, ist Imo noch immer da. Noch immer mit größter Leidenschaft und jetzt als Teil der Robomannschaft. Von Adam Weil bis zum heutigen Tag ist, was man über Imo sagt, zuverlässig, stabil, leistungsstark. Doch das nicht nur durch Technik oder Struktur, was wir als wichtig ansehen. Entscheidend war hier doch immer dabei, dass Menschen dahinter stehen. Ohne ein eingeschweißtes Team würde Imo nicht 70, nicht mal 10 Jahre leben. Und so seid's vor allem ihr alle, denen wir heute Dank und Ehre geben. Danke. Lea, das ist dein Applaus. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie hier waren. Diesen Worten kann ich mich nur anschließen. Es hat mich sehr gefreut, Sie durch dieses Programm zu begleiten. Ich möchte zum Abschluss ganz kurz Ihnen danken, dass Sie gekommen sind, den Rednern, dass Sie vorgetragen haben, dass Sie Ihre Eindrücke geschildert haben, Ihre Erfahrungen und Ihre Erlebnisse mit der IMO mit uns geteilt haben. Ich möchte aber auch allen helfenden Händen danken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Jens für den Ton mit seinem Team und das Licht entsprechend dahinter. Clemens mit seinem Team für die Organisation, das Check-in und das Ganze drumherum. Die Kollegen vom Schloss Schkopau für die Location und die Verpflegung jetzt, die letzten Tage, aber auch gleich noch in dem Augenblick zum Mittag. Und allen voran der Caroline Homm und der Katrin Hagen, die im Hintergrund in dem Augenblick ganz fleißig Dinge organisiert haben, alle möglichen Sachen gemacht haben, von hier, ich brauche mal ein Edding, da, ich brauche mal ein paar Tüten und die
anderen Tüten werden wir auch noch irgendwo finden. Irgendwo werden sie aufgetaucht sein. Und natürlich ganz, ganz wichtig, den lieben Kollegen Süli, der die letzten 3,5 Tage wirklich mehr als ins kalte Wasser geschubst wurde, wenn irgendwo mal wieder was nicht funktioniert hatte und irgendjemand dann doch dann da war und der eigentlich erst später kommen sollte. Vielen Dank, Süli, dass du durchgehalten hast. Zusammen mit den ganzen Azubis der IMO, die hier tatkräftig mitgeholfen haben beim Aufbau, beim Zurechtmachen, die ganzen Flaggen draußen entsprechend gemacht haben, dass sie hier dieses Erlebnis der IMO 70 Jahre so erleben, wie wir uns das alle vorgestellt haben, wie wir es im Herzen hatten und wie sie es die letzten 70 Jahre im Herzen in dem Augenblick zelebriert haben. Vielen, vielen lieben Dank und wenn Jan-Jörg recht behält, sehen wir uns in 30 Jahren wieder und feiern die 100 Jahre. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das Buffet ist eröffnet, ich hoffe zumindest. Insofern, das war's.